Herren? Schon gehört? Die Piraten kommen. Wir fordern, dass Bildung für jeden zugänglich ist. Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Bildungsangebote und Forschungsergebnisse sind allgemeingut. Und? Sie schon was? Piratenpartei. Jetzt mit mehr Inhalt. Willkommen zum Klabautercast 93. Ich sitze hier mit Michelle und René in Magdeburg, mit kurzem A. Genau. Und wir wollen sprechen über Hochschulpolitik. Warum spreche ich mit euch über Hochschulpolitik? Stellt euch mal eben vor und sagt, warum ihr kompetent seid. Ich fange mal mit Michelle an. Ja, ich bin Michelle. Ich bin Verfahrenstechnikstudent quasi hier an der Uni Magdeburg. Ja, bin in der Piratenhochschulgruppe hier tätig. Zusammen auch unter anderem mit René und bin seit einigen Jahren im Fachschaftsrat und im Studierendenrat hier aktiv. Also im Prinzip die Gremienarbeit für die Studenten. Mhm. Und du bist auch richtiger Magdeburger? Oder? Ich komme hier aus der Nähe, genau. Also Nähe. So 10 Kilometer entfernt. Mhm. Gut. Ja, und? Ich bin René. Ich studiere hier Informatik. Ich komme ursprünglich hier aus einer Stadt in Sachsen-Anhalt, einer anderen Großstadt hier in Sachsen-Anhalt, darf man jetzt Magdeburger dann immer nicht so sagen. Nee, Halle. Ursprünglich komme ich aus Halle. Ich selber bin seit ein paar Jahren irgendwie aktiv in allen möglichen Gremien der Hochschule, von Fachschaftsrat über Studierendenrat bis hin jetzt bin ich Sprecher der Landesstudierendenvertretung hier, das ist die KSSA, also die Konferenz der Studierendenschaften Sachsen-Anhalt. Und ja, über die Piraten sind wir dann hierher gekommen und machen hier dann so ein bisschen so ein paar nette Sachen. Ne? Die Hochschulpolitik ist ja da was in der Piratenpartei noch nicht so groß dabei ist. Mhm. Also versuchen wir da auch so ein bisschen eine Lücke zu füllen. Also ich habe schon einen Podcast, sogar zwei Podcasts über hochschulpolitische Fragen gemacht. Ich habe einen Podcast gemacht zur Gründung der ersten Hochschulgruppe. Ich glaube, das war überhaupt die erste Piratenhochschulgruppe oder eine der ersten, nämlich an der FU Berlin. Das war noch ganz lang zurück, Anfang 2010. Da gab es noch ganz wenig Piraten. Ich glaube, wir sind 2009 gegründet worden, unsere Hochschulgruppe. 2012, glaube ich. Ja. Entschuldigung, also die Hochschulgruppe an der FU hat sich auch schon 2009 gegründet. Ich habe nur den Podcast erst Anfang 2010 gemacht, weil ich erst seit Anfang 2010 podcaste, weil das natürlich schon 2009 geplant habe. Und da die beiden Gründer der Hochschulgruppe an der FU in meiner Crew waren die dann auch mit am Anfang dabei, aber da waren dann schon ein paar Wochen vergangen. Das ist halt so. Kommt ja auch nicht auf die Dauer an. Genau. Und dann habe ich einen gemacht mit jemandem aus Bamberg über Studiengebühren, genau. Weil es in Bayern von den Bayerischen Piraten ja eine Kampagne gegen Studiengebühren gibt. Da soll es ja einen Volksentscheid drüber geben. Ja. Ich vermute aber, dass die Studiengebühren abgeschafft sein werden, bevor es zu dem Volksentscheid kommt. Aber wie auch immer, man ist da sehr aktiv und das wollte ich eben auch dokumentieren. Und wir kommen dann auch heute noch auf die Studiengebühren, aber ganz zum Schluss, wenn ich das hier so sehe. Genau, dann machen wir so ein bisschen dann die Höhepunkt. Ja. Finanzierung ist ja immer so eine Frage. Gerade bei den Piraten wird ja immer gerne vorgeworfen. Kann man sich nicht um Finanzierung. Kümmert sich nicht um Finanzierung. Das Gegenteil ist richtig. Das werden wir dann noch heute wieder machen, aber erst ganz zum Schluss. Ja, wir fangen an mit so einem klassischen Thema, die akademische Selbstverwaltung. Was ist denn akademische Selbstverwaltung? Ja, das ist im Prinzip eine gewisse Autarkie der Hochschulen. Das bedeutet, dass die Universität selbst entscheiden kann, in bestimmten Rahmen, die gegeben werden durchs Hochschulrahmengesetz,
und durch die Landeshochschulgesetze, wie sie sich selbst organisieren. Also es gibt halt meistens, oder an jeder Universität gibt es einen Rektor, der so den Hut auf hat quasi. Und darunter gibt es halt verschiedene Gremien. Es gibt dann einmal im Prinzip die studentischen Gremien und die normalen akademischen Gremien. Also das oberste Gremium an so einer Hochschule ist in der Regel der Senat. In einigen Bundesländern gibt es dann auch noch den Hochschulrat. Genau. Der ist erst 1998 hinzugekommen. Also kann ich später nochmal drauf eingehen. Und generell muss man halt schauen, wie ist das überhaupt zustande gekommen. Also im Grundgesetz 1949 gab es eigentlich überhaupt keine Zuständigkeit des Bundes über diese Bereich Bildung. Und es gibt halt Artikel 30 im Grundgesetz, wo es um die Kulturhoheit der Länder geht. Und da gab es halt den Wissenschaftsrat, also so ein Thinkpool, im Prinzip 1957 gegründet wurde, von den Ländern und vom Bund zusammen, der die Hochschul- und Wissenschaftspolitik zusammen mit der Kultusministerkonferenz so ein bisschen koordinieren sollte. Und dann wurde halt letztendlich von der Bund Gesetzesinitiative geschaffen, 1976, ich kann kurz nachschauen, wurde denn das Hochschulrahmengesetz geschaffen. Aber ich fange eigentlich erstmal ein bisschen an mit der geschichtlichen Entwicklung. Wie sehen wir überhaupt die Universität? Und also letztendlich, dieser Grundgedanke der Universität war ja im Prinzip, dass man sagt, okay, wir haben eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Also das Lateinische ist mir nicht ganz so mächtig, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Universitas Magistorum e Scholarum, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ja, ja, ja. Ich bin kein Lateiner. Höchstwahrscheinlich. Ja, Universitas, das ist die Universität oder die Gesamtheit. Hm. Magistrorum sind die Lehrer, et Scholarum sind die Scholaren, also die was lernen wollen. Hm. Also es geht im Prinzip darum, dass die Universitäten im Prinzip so einen eigenen Rechtraum haben, so ein akademisches Recht. Und wenn man im Prinzip diesen Nachweis, dass man immatrikuliert ist oder Anwesende dieser Hochschule ist, tritt man diesen Rechtsraum ein. Und daraus leitet man halt unter anderem ab, dass man sich so selbst organisiert als eigenständige Organisation, dass das nicht von politischen Vorgaben gelenkt wird, sondern dass man selbstständig entwickeln kann, wohin möchte ich im Prinzip lernen und ich jetzt unabhängig davon bin. Und daraus entstand im Prinzip diese Selbstverwaltung. Da war der Ursprung unter anderem das Recht, warum man sich selbst verwaltet. Ich meine, eine Hochschule ist ja meistens so, oder zeichnet sich ja daraus aus, dass man selbst promovieren kann, dieses Promotionsrecht. Also es unterscheidet sich ja von einer normalen Schule in dem Fall. Und es gab es halt früher, gab es dieses Promotionsrecht, es wurde halt vergeben vom Papst, glaube ich, das waren die theologischen Hochschulen damals. Ja, es gab aber von Anfang an auch nicht nur theologische Hochschulen. Ja, ne? Also die ersten Universitäten, die Universität von Bologna oder auch später die Universität zu Köln und die Universität zu Prag. Die sind ja auch, also bei Prag weiß ich nicht genau, aber Bologna und Köln, das waren ja so Bürgerhochschulen. Das heißt also, die Stadt hat die gegründet. Und da war natürlich auch ganz klar, dass die sich selbst verwalten sollten. Also die waren eben gerade nicht kirchlich. Es gab dann später auch kirchliche Einrichtungen, beziehungsweise kirchliche Einrichtungen gab es auch schon länger. Aber ja, das ist dann nochmal ein anderes Konzept. Das spielt dann aber natürlich nach der Gegenreformation nochmal eine ganz starke Rolle, aber da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail. Mhm. Aber festzuhalten ist eben, dass dieses Selbstverwaltungsrecht schon da war, seit es die Universitäten gibt, spätes Mittelalter. Das endet dann eigentlich erst, ich würde fast sagen, mit der Bologna-Reform. Da kommen wir dann noch drauf. Also jedenfalls, Ursprung ist sehr alt. Und da eben akademische Selbstverwaltung heißt eben, dass die Mitglieder der Universität sich eben selber um die Angelegenheiten der Universität kümmern. Genau. Und diesen Gremien, die es bei der Universität gibt, gibt es halt bestimmte Besetzungen. Also es gibt allgemein so den Gedanken der Gruppenhochschule, der so in den 60er Jahren geschaffen wurde. Das bedeutet, man hat so eine Dreiteilung. Es gibt einmal die Professoren an der Hochschule, dann gibt es die Mitarbeiter und die Studenten. Und in den 60er Jahren war halt erst so die Gedanken so,
ja, wie machen wir das denn mit der Mitbestimmung? Oder beziehungsweise, welche Gewichtung geben wir den einzelnen Gremien dort und den einzelnen Gruppierungen? Allgemein war es so, dass nach 1945 hauptsächlich der Lehrstuhlinhaber im Mittelpunkt stand und die ganzen anderen Bereiche, also die Mitarbeiter und die Studenten, überhaupt nicht vorgesehen waren in diesem Mitentscheidungsprozess. Und da gab es im Prinzip in den 60er Jahren durch, ich schaue kurz, wie der hier heißt, Detlef Albers, das war damals der Vorsitzende der Allgemeinen Studienausschuss von Hamburg, der im Prinzip die Drittelparität gefordert hatte, mit der Begründung, dass den maßgeblichen für die Universität zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Gruppen von Universitätsmitgliedern ein gleicher Anteil an der Universitätsselbstverwaltung zukommt. Diese Idee, dass man sagt, okay, wir haben jetzt meinetwegen einen Senat aus 30 Mitgliedern, da sind jeweils 10 Mitglieder oder 10 Vertreter von den Professoren, 10 von den Mitarbeitern und 10 von studentischer Seite, der kam auch sehr gut an. Jedoch gab es dann, das war im Prinzip der Zeitraum vor 1975, dann auf einmal von den Professoren so, ja, so eine gewisse Angst, in dem Fall so, ja, wir könnten überstimmt werden durch die anderen Gruppierungen. Gab es im Prinzip so ein Bund Freiheit der Wissenschaft, das waren 35 Marburger Professoren, die geklagt haben und sie hatten halt so ein gewisses Manifest veröffentlicht am 5. Juli 1968 in der Frankfurter Allgemeinen und hatten dort aufgefordert oder gesagt, so ja, dass das eine Gefahr von der Demokratisierung der Hochschulen herausgeht. Das ist natürlich schon ziemlich lustig, wenn man Demokratie als Gefahr sieht, in dem Fall. Und ja, also die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, man hat ja da auf das Grundgesetz verwiesen und ja, da ist die Freiheit von Forschung und Lehre halt verbürgt und da ist es natürlich schon ein gewisses Problem, wenn sich dann die Leute, die Forschung und Lehre betreiben, irgendwie unterordnen müssen. Ja. Ich meine, das Problem ist natürlich, besteht natürlich immer. Und das war, glaube ich, das, woran man das aufgehängt hat. Aber das ist ja bis heute so ein ganz nettes Konzept der akademischen Selbstverwaltung, dass man wunderbar beobachten kann, wie so jeder Lehrstuhl so sein eigenes Königreich ist, mit dem Professor als König. Und genau. In Deutschland vor 1871. Ja. Genau. Und dann ging es im Prinzip weiter, dass das Bundesverfassungsgericht am 29. Mai 1973 ein bisschen ein grundlegendes Urteil gesprochen hat zu diesen Paritäten dort. Wann war das? 73. 73, ja. Also. Und da stellte im Prinzip das Bundesverfassungsgericht klar, dass diese allgemeine Aufteilung nach Gruppierungen zulässig ist, also nach Professoren, Studenten und Mitarbeitern. Aber das Bundesverfassungsgericht stellte heraus, dass für die Lehre und Hochschullehrern eine herausgehobene Stellung zukommt. Mhm. Also bis so eine mindestens die Hälfte der Stimmengewalt auf sie vereint. Was mit Lehre zu tun hat und bei Forschung und Berufungen sogar einen ausschlagenden Einfluss, also mehr als die Hälfte der Stellen. So, das bedeutet nicht, dass man sagen kann, okay, bei der Rektorwahl und ähnliches muss diese Paritäten, also dass die Hochschullehrer auch über die Hälfte der Stimmen haben, muss dort nicht sein. Also kann man durchaus auch vertreten, dass es alles dann Drittelparität ist. Und das ist im Prinzip jetzt. Das wurde aber nicht mit Artikel 5 Absatz 3 begründet, aus dem Grundgesetz, sondern mit dem Gleichstellungsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, weil die Hochschullehrer in besonderer Weise langfristig Verantwortung tragen und deswegen konnte man sie nicht mit anderen Gruppierungen gleichsetzen. Also schon interessant, dass man jetzt nicht auf Forschung und Lehre die Freiheit eingeht, sondern auf die Gleichstellung. Es ist sehr passend, da ja mittlerweile die meisten Mitarbeiter auch nur noch befristete Arbeitsverträge haben. Ja, jetzt passt es. Ja. Sozusagen, das war ja damals nicht so. Da waren die Mitarbeiter ja auch Langzeit, also überwiegend Langzeit angestellt. Das hat man ja später verändert. Bei den Studenten ist es natürlich in der Tat so, die wechseln halt ständig und das ist natürlich schon nochmal ein Punkt, weshalb man sagen muss, also irgendwie, also, wenn die dauernd wechseln, dann werden die sich vielleicht auch nicht langfristig für ihre Uni engagieren. Da hat man jetzt mit dem Bologna-Prozess ja in Deutschland auch nochmal richtig die Angst, dass die Leute halt noch weniger da sind, weil sie ja nur für den Bachelor die 6 Semester, beziehungsweise 7 Semester da sind. Und ja, im Grunde passt dieses System der akademischen Selbstverwaltung schon gar nicht mehr richtig zum Bachelor, weil ja diese extremen Kurzzeit
Aufenthalte da drin sind. Und ich meine, wenn jemand nur 3 Jahre oder vielleicht nur 2 Jahre an der Uni ist, und dann kommt noch vielleicht ein Auslandsaufenthalt dazu, dann ist natürlich schwierig, den jetzt einzubinden in die akademische Selbstverwaltung. Obwohl da natürlich, wenn man sich da die Realität mal anguckt, dann sieht man auch, dass die Leute, die da wirklich aktiv sind, dass das auch meistens Leute sind, die dann auch das ein oder andere bisschen länger studieren. Also ich habe jetzt mit einer Freundin zu tun, die ist jetzt im 36. oder 38. Semester. Oh. Studiert jetzt auch Bachelor. Ja. Hat häufiger mal die Hochschule gewechselt, aber die ist da halt sehr aktiv, ne? Und das ist ja was man unter den Aktiven häufiger findet, dass die nicht unbedingt in Regelstudienzeit bleiben. Aber da kommen wir ja auch nochmal drauf. Ja. Und es ging dann weiter im Prinzip in dieser Entwicklung, wo man sagt hat, okay, die Professoren haben eine herausragende Stellung. Dann gab es ja mehrere Evaluierungen und Reformnovellierungen des Hochschulrahmengesetzes. Und dann wurden unter anderem 1998 so, ich glaube, im sächsischen Landeshochschulgesetz wurde es eingeführt, dass man so Hochschulräte installieren kann. Im Prinzip ein Gremium, was aus Personen besteht, die aus der Wirtschaft kommen. Und Wirtschaft, Politik und noch irgendwas Drittes Wichtiges war das. Irgendwo. Also berühmte Persönlichkeiten nennt man es ja auch. Ja, aber da frage ich mich, also das solltest du vielleicht nochmal begründen, wie kommt man auf so eine abstruse Idee? Ich meine, akademische Selbstverwaltung heißt ja, dass die Angehörigen der Universität, also akademisch bedeutet ja universitär, dass die sich selbst verwalten und jetzt sollen das plötzlich andere für sie tun. Das ist irgendwie... Also ich habe das einfach nicht verstanden. Grundlegende Gedanke, der ja nachher auch nochmal mit dem Bologna-Prozess nochmal ein bisschen verstärkt wurde, der Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen. Ne? Und man geht ja dann immer davon aus, dass so externe Firmen oder dass gerade Firmen und Wirtschaftsvertreter, dass die natürlich wettbewerbserprobt sind und deswegen dann auch so ein Kuratorium da leiten. Das Kuratorium war ja auch... Also letztendlich kommt es aus der Privatwirtschaft, dieser Gedanke. So, wir müssen jemanden haben, der nochmal die Verwaltung überprüft quasi. Ja. Und das ist natürlich generell, also es wurde im Prinzip so ein bisschen forciert durch das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE. Die müssen doch irgendwelche Gründe dafür genannt haben, denn also es entschließt sich mir eigentlich nicht, dass man das so macht. Also im Grunde, um jetzt nochmal dieses Wort mit der Freiheit von der Wissenschaft zu bringen. Im Grunde sind doch die Universitäten total unfrei, weil sie auf der einen Seite Druck bekommen vom Staat, also vom Bundesland jeweils, das Bundesland ist ja Träger. Und auf der anderen Seite kriegen sie jetzt auch noch Druck durch diese Hochschulräte, die irgendwelche Wirtschaftsinteressen haben und die bestimmen. Das ist ja das Seltsame. Denn ich meine, da sind ja praktisch private Hochschulen freier. Also bei der Bucerius Law School war ich ja mal auf Besichtigung und die waren ganz stolz darauf, dass sie zwar Geld von jedem nehmen und dann auch irgendwelche Räume nach diesen Leuten benennen. Wenn das halt nur wenig Geld ist, dann kriegt halt die Kanzlei, die wenig Geld gespendet hat, halt irgendwie nur so eine Abstellkammer. Also Geld nehmen sie von allen. Die Bibliothek heißt, glaube ich, Jakobsbibliothek oder irgendwie so, da haben sie viel Geld bekommen. Und aber die gesamte, also in allen Angelegenheiten der Hochschule entscheiden die Angehörigen der Hochschule, also die Professoren, Mitarbeiter und Studenten. Ja. Und sonst niemand. Und das ist doch viel freier als bei den öffentlichen Hochschulen, wo halt das Ministerium sich einmischt und dann jetzt plötzlich auch noch irgendwelche Wirtschaftsvertreter sich einmischen. Also irgendwie... Wobei man sagen muss, dieses System der Hochschulräte auch nicht in allen Bundesländern existiert. Also es gibt jetzt zum Beispiel in Bremen, da sind gar keine Hochschulräte vorgesehen. Hm. Ja. Also Bremen jetzt als das super Beispiel für erfolgreiche Hochschulpolitik darzustellen. Wir haben ja hier in Sachsen-Anhalt auch ein Kuratorium an den Hochschulen mit dran. Das ist aber was, also kommt ja von dem lateinischen Kurator, das ist eigentlich für dich ganz passend, ne? So Pfleger, Vertreter, Vormund. Ja, das ist bei uns eigentlich ganz unpassend, weil das bei uns hat das Kuratorium wirklich nur beratende Funktionalität. Und soll den Senat in Entscheidungen beraten. Ne? Aber da gibt es ja dann auch Hochschulen, wo dann das Kuratorium auch eiskalt mal den Rektor benennt. Ja, in Bayern ist es so, dass der Hochschulrat den Rektor wählt und
der Rektor sich um die Ernennung der Mitglieder kümmert. Das ist ja auch also irgendwie eine hält sich die andere. Ich glaube, die Begründung war ganz, also so die Argumentation dahinter war wohl, dass man sagt, okay, das Rektorat ist ja die Operative oder so die Exekutive, die das nachher macht, und der Senat ist die Legislative, und soll dann die Hochschule ihre Regelungen selber vorgeben, aber operative Geschäfte sollen wohl durch erprobte Leute gemacht werden, gehe ich mal davon aus, dass es über die Richtung ging. Nicht, dass ich da irgendwie auch nur mit einverstanden wäre, aber das ist... nur die Wirtschaftsvertreter sind nicht erprobt in Forschung und Lehre. Also das ist nicht gerade deren Anliegen. Das ist, glaube ich, so ein Grundgedanke der Wettbewerbsfähigkeit. Dass Hochschulen sollen ja Wettbewerbe fahren jetzt mittlerweile. Das wird ja auch immer stärker gefordert. Ne? Mittlerweile hat man ja auch in vielen, vielen Ländern so diese leistungsorientierte Mittelvergabe, die sich so... Ja, da kommen wir noch dran. Also auf diese ganze Wettbewerbsgeschichte kommen wir auch noch. Ich halte das auch für wesensfremd. Aber ich hatte jetzt gedacht, ich kriege noch ein paar schöne Argumente. Also wenn ihr die nicht habt, wir können ja, wenn ihr da Links dazu habt, also zum Beispiel Links auf diese Papiere, können wir das ja verlinken, und wir haben ja auch noch Zuhörer, die halt dann in die Kommentare da mal reinschreiben können, was das eigentlich soll. Also mir erschließt sich das wirklich nicht. Ich glaube, da gibt es auch keine wirklich stärkere Begründung dahinter. Ich würde nochmal kurz dann zurück zum Rahmengesetz, wie das jetzt aktuell ist und wie die Zukunft davon ist. Ja. Also es wurde im Prinzip 76 im Prinzip in Form gegossen und jetzt, glaube ich, 4 oder 6 Mal evaluiert und novelliert. Und da hat sich das herausgestellt, dass man sagen würde, also im Prinzip diese Rahmengesetzgebung, was du vorschreibst, so was haben die Landesgesetze umsetzen, also Regelstudienzeit, wie das aufgeteilt ist, was sie forschen, Kunst etc. Und die Bundesregierung hat im Prinzip am 9. Mai 2007 Entwurf gemacht zur Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes. So, das wurde erstmal beraten 2007 und sollte am 1. Oktober 2008 außer Kraft treten. Wurde aber nicht eingehalten. Es wurde auch ein neuer Termin genannt, im April 2009. Aber der Bundestag hat nie darüber entschieden. Interessant. Und warum soll das außer Kraft gesetzt werden? Damit die Länder die Hauptsache Kompetenz haben. Aha. Also dass es da gar keine Vorgaben mehr gibt vom Bund diesbezüglich. Und wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag zwischen Schwarz-Gelb im Bund jetzt anschaut, steht es immer noch drinne, dass das Hochschulrahmengesetz außer Kraft treten soll. Ah ja. Also da kann man sich jetzt denken, was es demnächst noch kommen wird. Vielleicht ist es auch unpopulär, diese Entscheidung, weiß ich noch nicht. Also ich gab ja jetzt wieder ein paar Mittel vom Bund, die Exzellenzinitiative. Ja, auf die müssen wir auch noch kommen. Da sprechen wir später dazu. Also wir haben ja alle so Themen, wo ich mich immer frage. Ne? Das WTF, ne? Also ja, gut. Das ist leider. Ich hoffe, dass ich anschließend mehr weiß, dass ihr mir das mal alle erklärt. So, ja. Geschichtliche Entwicklung? Ich denke, das reicht das mal als Einleitung. Ich habe zu dem Hochschulrat gerade noch ein schönes Zitat in der Wikipedia gefunden. Die Idee, den Hochschulen einem Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften orientiertes Kontrollgremium zur Seite zu stellen, steht im Kontext von neuesten Strömungen auf dem Gebiet der Governance. Dabei insbesondere dem New Public Management. Die Einrichtung von Hochschulräten wurde von Vertretern der privaten Wirtschaft gefordert, besonders deutlich von Zentrum für Hochschulentwicklung, also dieses CHE, ne, der Bertelsmann Stiftung, sowie vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Ja. Das ist jetzt Wikipedia-Artikel. Ich pack's mit rein, in Aufschrank verlinkt. Super, genau. Super, das brauche ich. Also das ist wirklich großartig. Das trieft ja so von Neusprech. Das ist großartig. Das kann ich für einen anderen Vortrag nochmal verwenden. Und natürlich sieht man hier schon sehr schön, dass da Konzepte drin sind, die wirklich wenig mit der Hochschule zu tun haben, die vielleicht was mit Neoliberalismus zu tun haben, die aber auch schon passé sind wieder, denn das mit den Aufsichtsräten und der Governance, das funktioniert ja nicht. Neuestes Beispiel, Berliner Flughafen. Ne? Also da hat man ja deutlich gesehen, dass diese Aufsichtsräte, also wenn man wohlwollend ist, sind das zahnlose Tiger. Wenn man böswillig ist, sind das, jetzt lasse ich lieber, bevor ich noch irgendwie... Die Frage ist doch, was die Politiker in diesen Aufsichtsräten machen können, wenn sie die zeitliche Belastung irgendwie noch andere haben. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Ministerpräsident bin oder regierender Bürgermeister, dann habe ich jetzt nicht unbedingt so ein großes Zeitportfolio, wo ich mich als Aufsichtsratfunktion beschäftigen kann. Die Frage, ob man dann nicht lieber jemanden hinsetzt, der mehr Zeit investieren kann. Ja,
Na, da kann ja jemanden beauftragen. Wäre ja immer noch eine Möglichkeit. Ja. Die könnte man ja noch absägen, wenn es Probleme gibt. Ja, na, wen beauftragt so einen regierenden Bürgermeister? Irgendeinen Spezi aus seiner, der ihm beim Wahlkampf geholfen hat oder so. Also günstigstenfalls. Oh, wer weiß. Ja. Ja. Da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ja. So, dann würden wir mal noch so die Studierendenschaften, vor allem die verfassten Studierendenschaften eingehen. Das gehört ja auch dazu. Ja auch ganz nett. Also man sagt ja mittlerweile Studierendenschaften, obwohl das mal Studentenschaften hieß, aber da gibt's ja immer wieder die Bestrebungen, die der Meinung sind, dass Studenten sind Frauen ausgeschlossen. Ja, was insofern unsinnig an der Stelle ist, weil man vor Schaft kein Innen verwenden kann. Also Studentinnenschaft, das klingt irgendwie komisch. Ja, deswegen gibt's ja dann die Leute, die dann da so ein Gender Gap einfügen und Studentinnenschaften sagen. Das wird dann immer besser. Ja, nee, also man muss ja prinzipiell auch mal sehen, dass also so wie so eine Hochschule aufgebaut ist, ist ja heutzutage häufiger so, dass man einfach man hat die Universität zwar als Ganzes, ne, hat dann das aufgeteilt in verschiedene Fakultäten oder Fachbereiche. Wie heißt das bei dir? Ich weiß gar nicht. Ja, Fakultäten heißt. Bei euch ist es Fakultäten. Ja. Hieß mal Fachbereiche. Ja. Aber man hat das wird alle paar Jahre geändert. Man muss immer so Reformen machen, die auch wirklich nachhaltig sind. Deshalb wird es mal umgenannt von Fachschaft in Fakultät und das ist der Rektor wird dann mal in Präsident umbenannt und wieder andersrum. Das ist, alle paar Jahre ändert sich das immer. Also ich bin ja noch nicht so alt, aber ich habe die mehrfache Umbenennung schon von Fakultät in Fachbereich und von Fachbereich in Fakultät miterlebt. Dann verschiedenen Universitäten. Sehr schön, ja. Naja, also wir haben hier auch die Fakultäten und dann gibt es an den Fakultäten studieren meistens auch irgendwelche Studenten. Die dann zusammen in der Fakultät die Fachschaft sind. Ne? Fachschaft wird häufiger auch der Fachschaftsrat dann genannt. Oder, Moment, eigentlich ist doch die Fachschaft, die sind doch die Studenten eines Faches. Bereichs. Das eben das, was immer ziemlich unterschiedlich ist. Mhm. Hier ist die Fachschaft das, was sich in einer Fakultät zusammenfindet, weil das also bei uns sind hier ja Fakultäten und Fachbereiche ziemlich gleich und damit sind die Leute an einer Fakultät eben auch die, die ein Fach zusammen studieren. Ob das jetzt vier Studiengänge sind oder wir haben hier in Halle doch wunderbaren Studiengang mit 64, eine wunderbare Fakultät mit 64 Studiengängen. Mhm. Aber das sind dann trotzdem alle oder fast alle dann meistens eine Fachschaft, die dann auch zusammen quasi eine Fakultätsvertretung haben. Das ist auch in den meisten Bundesländern tatsächlich so, dass dann oft der Fachschaftsrat ist oder Fachschaftsvertretung und was es da nicht alles gibt, sind ja wieder tausend Begriffe. Das ist ja das Schöne, was wir mit dem Bildungsföderalismus haben, dass alles in allen Bundesländern anders heißt. Mhm. Obwohl es dieselbe Funktion hat. Obwohl es dieselbe Funktion hat, ja. Und dann gibt es meistens für die gesamten Studierenden einer Fachschaft, einer Hochschule, darf man ja immer nicht vergessen, die Fachhochschulen noch mit. Ja. Ja, nicht nur die Universitäten, sondern jetzt seit den 70er Jahren noch die Fachhochschulen und die Kunsthochschulen und diese, und da haben wir auf jeden Fall eine Studierendenschaft, die in den meisten Bundesländern jetzt auch Studierendenschaft heißt. Gibt auch noch weniger häufig die Studentenschaft. Und die haben auch meist irgendeine Vertretung zusammen. Also in allen Bundesländern mittlerweile, außer Baden-Württemberg und Bayern, steht diese Studentenvertretung oder Studierendenvertretung auch irgendwie im Landeshochschulgesetz. Und das ist dann die verfasste Studierendenschaft. Also in dem Moment, wo es irgendwie gesetzlich oder durch die Universität fest geregelt ist, ist es die verfasste Studierendenschaft. Ja, da gibt es eine Zwangsmitgliedschaft, ne? Da sind einfach alle Mitglied. Das ist in allen Studierendenschaften so, außer in Sachsen-Anhalt. Ach, hier kann man nach dem ersten Semester wieder austreten aus der Studierendenschaft. Aha. Was ja dann natürlich nochmal blödsinniger ist. Da gab es auch eine ganz nette Anekdote, dass hier eine Hochschule hat das hier geschafft, an die Rückmeldeautomaten so einen Haken dran zu setzen. Ja, ich möchte Mitglied der Studierendenschaft bleiben. Klammer auf, kostet 6,50 Euro im Semester, Klammer zu. Und die hatten dann ganz schnell kaum noch Mitglieder in der Studierendenschaft, weil die Leute sich dann die 6,50 Euro gespart haben.
Naja, also jetzt mal ehrlich, also bei den Piraten kann man auch geteilter Meinung drüber sein, aber bei den Piraten gibt es einen Beschluss, eines Wissens sogar fürs Grundsatzprogramm, dass es keine Zwangsmitgliedschaften geben soll. Dann würde das ja auch bedeuten, dass die Piraten gegen die verfasste Studierendenschaft sind. Genau, genau. Ja. Also ist ja auch ganz gut, dass das freiwillig ist. Die Freiwilligkeit will ich da auch gar nicht in Frage stellen, nur nachher, wie man an die Sache rangeht. Und wenn man das halt nur begründet mit einem, ja, hier kostet 6,50 Euro, an den meisten Hochschulen hier ist es einfach so geregelt, dass man die Möglichkeit hat, auszutreten. Mhm. Und dann kann man halt nicht mehr, ja, ist man halt nicht mehr Mitglied. Das muss man halt einen Antrag stellen, ist die Sache auch erledigt. Die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, welche Aufgaben die Studierendenschaft hat, in dem Fall. Ja. Und welchen Mehrwert das bieten könnte. Ja, da muss man halt drüber nach. Das muss man halt sehen. Also wenn es einen Vorteil gibt, werden die Leute ja auch Mitglied. Also das halte ich eigentlich auch für die richtige Herangehensweise. Ich wusste gar nicht, dass das hier so geregelt ist. Also dass man zum Beispiel sagt, hier, Hochschulsport oder so, gibt es halt nur für die Mitglieder der verfassten Studierendenschaft oder so. Das weiß ich ja nicht. Der Hochschulsport wird ja aber größtenteils auch dann durch die Studentenwerke mitfinanziert. Ah ja, gut, dann geht es natürlich nicht. Also was hat man für Vorteile, wenn man da Mitglied ist? Ja, das 6,50 Euro müssen ja was wert sein. Ich meine, das muss man ja jetzt mal ganz knallhart überlegen. Ist ja so üblich, dass die Studentenschaft so relativ viele kulturelle Projekte mitfördert. Mhm. Oftmals das Partys, aber du hast eben auch so künstlerische Sachen und sowas. Und Vorträge, die du jetzt quasi für die allgemeine Bildung irgendwie sowas, also gerade so politische Bildung und sowas läuft viel, auch über die Studierendenschaften. Wobei da natürlich dann schwierig ist, bei den Gästen zu unterscheiden, sind das jetzt Mitglieder der Studierendenschaft oder nicht. Ne? Mhm. Weil du müsst dann, bei uns das hier so geregelt, dass man auf dem Studentenausweis gibt es da so ein kleines M drauf. Sag ich mal. Wir haben hier unseren Studentenausweis hier. Da. Und da gibt es da unten ein M und das M steht für Mitglied der Studierendenschaft. Ja, ich sehe jetzt hier, das sieht auch so ein bisschen nach Airfit-Karte aus. Ja, das ist wunderbar. Aber das ist schon die neuere Version. Ich hab noch die alte. Da hat der Michel mal wunderbar Druck gemacht hier an der Uni und dann haben wir tatsächlich auch die neuen bekommen. Ja, es gab doch hier von Carsten Neu, glaube ich, 2008 diesen Vortrag. Und 3 Jahre später hat die Universität entschieden, sich doch mal neue Karten einzuführen. Mhm. Ja. Mhm. Dann müsste man halt beim Eintritt zu allen möglichen diesen Sachen überprüfen, ob der auch Mitglied der Studierendenschaft ist. Das kann man machen. Kann man machen. Wenn man das so leicht machen kann, das finde ich, das ist dann sogar. Ja, das macht halt die Arbeit alles ein bisschen schwieriger, ne? Das muss man halt mal abwägen, inwieweit man die Freiheit der Leute gegenüber dann die Arbeit da abmachen kann. Auf jeden Fall, was man als Nicht-Mitglied der Studierendenschaft nicht machen kann, ist eben, die Fachbereichsräte oder Fachschaftsräte zu wählen und den Studierendenrat oder auch das Studierendenparlament und Assen oder die Vertreter im Senat, die ständigen Vertreter. Ah ja, die kannst du auch so wählen. Ja, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, nur. Achso, weil es nicht die selbstständige Studentenverwaltung ist. Okay. Ja, nee, das ist ja, in Bayern gibt es ja keine verfasste Studierendenschaft und trotzdem wählen die Studenten natürlich Vertreter für den Senat. Für den Fakultätsrat auch. Also das ist ja dann die Selbstverwaltung. Das ist ja nochmal was anderes als die verfasste Studierendenschaft. Genau, das ist ja die. Und ich glaube, also ich war früher nicht so sehr für die bayerische Regelung, weil ich mir immer gedacht habe, da werden die Studenten in das Licht geführt. Die können sich nicht wehren und so. Aber ich habe jetzt den Eindruck, also die Studenten sind ja auch in Bayern sehr aktiv, auch gegen Studiengebühren und so. Es geht auch ohne verfasste Studierendenschaft. Also eigentlich kann es auch anders organisieren. Na gut, aber die haben sogar Geld, indem sie eben Veranstaltungen machen, Partys und sowas, können sie natürlich Geld einnehmen. Und das ist, also ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob das, ob die verfasste Studierendenschaft wirklich so was Gutes ist. Aber ich finde den Kompromiss, das wusste ich nicht, den Kompromiss, dass man sagen kann, ja, man tritt da aus oder man tritt da ein. Das geht vielleicht. Jetzt wurden hier gerade schon Zettel gereicht. Unzufriedenheit. Er hat mir nur noch auf ein Stichwort hingewiesen, aber da komme ich noch zu. Wir haben also
Ja, die Verfassungsstudentschaft, ich persönlich bin ein großer Vertreter davon. Ich mag das sehr gerne, weil man es dadurch macht es einem einfach die Arbeit auch leichter. Ne? Man muss halt auch einfach sehen, dass da auch viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Wenn man jetzt eine unabhängige Finanzierung hat, dann macht einem das auch einfacher, einfach mal zum Beispiel jetzt Wahlplakate zu drucken oder einfach mal Veranstaltungen anzugehen, da einfach auch mal ein paar Getränke hinzustellen und so. Es macht schon so ein paar Sachen auch einfacher, wenn man da auch eine Finanzierung hat und rechtliche Grundlage. Ich würde das nicht nur auf die Finanzierung. Wahlplakate zu drucken, dann weiß ich wieder nicht. Nein. Also, das ist doch eigentlich Sache der Gruppen, die antreten. Genau. Das kann man ja sonst auch nicht. Also, ich meine, es gibt zwar Wahlkampfunterstützung für Parteien, aber wenn jetzt die FDP ankäme und würde vom Server des Abgeordnetenhauses ihre Webseiten für den Berliner Landesverband anbieten, dann wäre das keine gute Idee. Nein. Über so Finanzierung rede ich auch gar nicht. Nein, was wir hier zum Beispiel häufiger machen, ist als Fachschaftsrat überhaupt darüber aufklären, dass es die Wahlen gibt, was gewählt wird, wie das Ganze funktioniert und solche Sachen zu machen. Ja, gut. Man hat als verfasste Studierendenschaft auch noch so ein bisschen den Vorteil, dass man eben, wie wir zum Beispiel im Fachschaftsrat sind wir 7 Leute, die da gewählt sind und nochmal 7 Vertreter. Das macht schon mal 14 Leute und der Studierendenrat hier sind 15 Leute und das ist halt nochmal so ein bisschen eine Manpower, um auch Dinge wirklich irgendwie angehen zu können. Ne, wenn man jetzt bloß die 4 Vertreter im Senat hat, dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger und so hat man halt auch einfach, auch als Universität hat man den Vorteil, man hat wirklich Ansprechpartner, die auch wirklich irgendwie legitimiert sind, auch mal Dinge festzulegen und sowas. Das macht schon die Arbeit so ein bisschen einfacher. Wobei man sagen muss, die Legitimation ist auch zum Teil sehr unterschiedlich. Wenn man sich anguckt, wie die Wahl, also die Anzahl der Wähler sind, die Wahlbeteiligung an einzelnen Hochschulen, da gibt es Hochschulen in Deutschland, da hat man 4-5% Wahlbeteiligung. Und wir können es glücklich schätzen, dass wir 20% Wahlbeteiligung haben. Das liegt aber damit auch zusammen, dass im Prinzip die Wahlen zeitgleich stattfinden zu den studentischen Vertretungen und zu den universitären Vertretungen im Prinzip. Und wir im Prinzip dort Unterstützung durch die Hochschule bekommen, beim Aussehen etc. An anderen Hochschulen ist es so, dass die Studenten, ich glaube in Dresden ist das so, bin mir jetzt nicht ganz sicher, die Wahl selbst organisieren. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Aufwand im Sinne von, ja, ich muss erstmal 20.000 Wahlzettel auszählen und die erstmal drucken zum Beispiel. Ja, dann... Also um mal eine Struktur weiterzumachen, wir waren jetzt bei den Fachschaften, dann gibt es eben die Studentenschaft der ganzen Uni oder die Studentenschaft und dann gibt es das Ganze noch auf Landesebene. Das ist dann häufig die Landesastenkonferenz oder auch die hier in Sachsen-Anhalt ist es eben die KSSA, also die Konferenz der Studentenschaften Sachsen-Anhalt. Also die meisten Bundesländer, mir fällt jetzt gerade keins ein, wo es das nicht gibt, haben eben nochmal eine landesweite Studierendenvertretung, die ein Zusammenschluss der einzelnen Studierendenschaften sind. Ne? Also das zentrale Element ist immer die Studierendenschaft einer Uni oder einer Hochschule im Allgemeinen. Und und dann gibt es eben noch die landesweiten Studierendenvertretungen, die meist sich so selbst zusammenschließen, einfach weil ja die Hochschulgesetze auch wirklich von den Ländern beschlossen werden. Dadurch ist das natürlich schwierig, wenn du versuchst, Positionierungen auszuarbeiten, und das macht so jede Hochschule für sich. Dann ist ja die Brandenburger Landesstudierendenvertretung ganz schön, also die Brandenburgische Studierendenvertretung, kurz Brandstufe, ist ein ganz netter Name. Dann gibt es jetzt auch noch bundesweit ein Verein, der selbst die bundesweite Studierendenvertretung nennt, das FZS, der freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften mit großem I drinne. Nicht mit Gender Gap? Oh, das ist mit Gender Gap. Da haben sie letztens mal eine Umfrage rumgeschickt, ob man mit Klammern gendert oder mit Gap oder mit Sternchen oder mit großem I. Ja, Sternchen finde ich ja auch ganz lustig. Aber es gibt ja auch schon Hochschulen, wo das tatsächlich dann auch in der Hochschulverfassung festgelegt ist, auf welche Art und Weise man gendern muss. Das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall. Und dann haben wir, und unter Vereinen wird zum Beispiel auch in die Bologna-Prozesse mit entsendet und macht dort eben verschiedene Sachen. Und dann gibt es auf EU-Ebene die ESU, also die European Students Union, die dann da die jeweiligen Studierendenvertretungen des Landes irgendwie vereinigt. Ne? Und dann gibt es
Die sind auch noch relativ aktiv, ne? Also die haben wirklich auch einiges zu tun. Und dann gibt es letztendlich die International Students Union, die auch noch, von der ich aber jetzt noch nie wirklich was mitbekommen habe, aber die gibt es wohl. Machen die nicht diese internationalen Studentenausweise? Das kann sein, ja. Das weiß ich gar nicht von dir. Früher gab es so grünliche internationale Studentenausweise und da stand immer International Student Union drauf. Also in meiner Zeit war das. Ist möglich. Also die gibt es auch heute noch. Ja, da ist mir nur noch nie aufgefallen, dass die dass hier das so machen. Ja. Ja. Dann gab es noch Deutsch-Französische. Deutsch-Französische? Ja, es gibt Deutsch-Französische, oder es gab, aber ich denke, die gibt es immer noch. Deutsch-Französische Studentenausweise. Die gelten dann eben auch, also dann ist man auch in Frankreich als Student anerkannt und in Frankreich lohnt sich das. Also in Frankreich ist es wichtig, so einen Studentenausweis zu haben, also wenn man natürlich Student ist, sonst nicht, ja. weil halt die Franzosen sich schwer tun mit allem, was irgendwie nicht französisch ist. Ja. Also dieser internationale Studentenausweis, der ist halt irgendwie Englisch, das ist nicht anerkannt. Schon störend in Frankreich. Ja. Und außerdem ist das dann schön amtlich. In Frankreich liebt man ja auch so Stempel und so. Mhm. Und dann kann man in Frankreich gibt es ja so ein System, also es gibt verschiedene interessante Sachen in Frankreich. Unter anderem kann man halt als Student überall recht günstig essen. Es gibt also diese Restaurant Universitaire, also was bei uns einer Mensa entspricht, aber meistens ist die Qualität deutlich der deutschen Mensa-Qualität überlegen. Ja. Und da kann man halt nur essen, wenn man eine entsprechende Erlaubnis hat. Und das ist schön. Das war früher halt ganz einfach, weil es diesen deutsch-französischen Studentenausweis gab. Den kannten die. Das sah irgendwie aus, wie so ein französischer Ausweis eben auszusehen hat. Und dann kam man da einfach rein und konnte da sein Essen einnehmen. Da gibt es einen Festpreis, also damals, ich denke es aber heute immer noch so, einen Festpreis für das ganze Land. Und dafür kriegt man dann Essen. Und das war zum Teil wirklich gut. Also als ich damals in Frankreich studiert habe, hat mir das sehr geholfen. Und dann hatte ich halt diesen Ausweis auch noch für, also als ich in Frankreich studiert habe, hatte ich einen französischen Ausweis. Aber danach hatte ich dann immer noch diesen deutsch-französischen und der war doch sehr nützlich. Das sollte man, also wenn es den noch gibt, kann den ich den nur tatsächlich empfehlen für Besuche in Frankreich. Das ist wohl jetzt der deutsch-französische Sozialausweis der Studentenwerke. Ja, genau, das hieß damals auch schon so. Ja, das ist gut. Also jeder, der nach Frankreich zu Besuch möchte und nebenbei zufällig studiert, sollte sich sowas holen. Ja, lohnt sich immer. Also da hat man auch also viele andere Rabatte. Und das ist sehr, sehr günstig. Also Museen sind ja in Frankreich so unheimlich teuer. Und da kann man also als Student aber meistens umsonst sogar in diese teuren Museen. Also das ist wirklich sehr, sehr lohnend. Genau. So, was man eben jetzt noch sich angucken sollte, was natürlich ganz interessant ist, das ist gerade auf Bundesebene der FZS, der ja als freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften selbst auch immer für die Bundesregierung und sowas der Ansprechpartner ist bezüglich der Studierenden bundesweit, wobei dem FZS sich ja auch immer wieder die Legitimationsfrage stellt. Da kann man ja, das ist ja ein e.V. und da kann man dann als Studierendenschaft Mitglied werden. Und derzeit sind von den 380 Hochschulen etwa in Deutschland sind 80 Mitglied. Mhm. Da sind glücklicherweise auch die ganz großen Mitglied, aber im Allgemeinen ist der FZS ja als sehr linke Truppe verschrien. Ne? Mag man das jetzt gut oder schlecht heißen? Ja, die haben da einige Projekte am Laufen. Zum Beispiel gibt es da auch gerade eine große Bestrebung dafür, sich für ein bundesweites Hochschulgesetz einzusetzen, dass man eben diesen Bildungsföderalismus an sich aufhebt und das ja, ganze Hochschulrahmengesetz ist Bundesebene. Doch, ist doch. Ja, aber das ist ja noch kein richtiges Bundeshochschulgesetz. Also das ist ja wirklich nur so ein, es schafft ja so einen ganz groben Rahmen. Ausschlaggebend sind nach wie vor die Landeshochschulgesetze. Und da möchte man einiges vereinheitlichen, das wirklich auf Bundesebene auch einfacher machen. Ja, alles Vor- und Nachteile. Also ich finde ja, so ein Rahmengesetz ist vielleicht ganz gut, aber das ist dann eigentlich der nächste Punkt. Ich weiß nicht, ob wir da schon hinspringen sollten. Der Bildungsföderalismus hat ja vielleicht auch Vorteile. Aber lass uns erstmal das hier abhandeln. Also die verfasste Studierendenschaft. Genau, da gibt es
das hätte ich ja fast vergessen, zwei grundlegend wichtige Modelle. Das ist einmal das Asta-Stupa-Modell und das Stura-Modell. Ne? Also wir haben in Sachsen-Anhalt und in Sachsen gibt es einige, überhaupt vorwiegend die ostdeutschen Hochschulen haben da häufig das Studierendenratsmodell. Und das Asta-Stupa-Modell ist das deutlich ältere, das ist auch in den westlichen Bundesländern häufig anzutreffen ist, wobei da häufig gesagt wird, dass der Stupa wird meistens direkt gewählt, Studierendenparlament, hat auch teilweise in den Hochschulen 96 oder mehr Mitglieder, und die wählen dann als Legislative, geben die eben eine Richtung vor und wählen dann den Asta als Exekutive. Und in dem Stura-Modell ist das beides zusammengefasst zu dem Studierendenrat, der dann Exekutive und Legislative quasi vereint. Ja, die Trennung der Gewalten ist ja eigentlich ganz gut aus demokratischer Sicht. Wobei natürlich die Frage ist, viel gesetzgebende Gewalt haben die ja eigentlich nicht. Genau, die geben halt inhaltliche Richtungen vor. Ja. Und also meine Erfahrung aus dem Stupa ist, gerade wenn es so groß wird mit den 96 Mitgliedern oder sowas, dass dann da viel Streitereien auch gerade wirklich bis in die Kleinigkeiten reingehen und dann sich ganz extreme Gruppierungen rausbilden. Ja, also ihr habt hier das Stura-Modell. Wir haben hier das Stura-Modell. Hat eben Vor- und Nachteile. Man sagt häufig, dass es der Vorteil ist, dass es eben einfacher arbeitsfähig ist, und wohingegen das Stupa-Asta-Modell eben wesentlich bürokratischer abläuft und auch die Kompetenzen da strikter getrennt sind. Aber da ist auch viel Meinung dabei, ne? Was jetzt besser ist und so. Die meisten halten ihre Meinung an dem fest, was sie als Student mal kennengelernt haben, und halten das prinzipiell für besser. Ich habe mich da noch nicht so richtig entschieden, was ich besser finde. Es hat beides so Vor- und Nachteile. Was wir hier in Sachsen-Anhalt relativ einzigartig gegenüber den anderen Studierendenschaften haben, also was heißt nicht einzigartig, aber sind wir eine der wenigen, die das haben, dass bei uns die Studierendenvertreter überhaupt keine Finanzierung bekommen. In vielen Bundesländern ist es eben nicht üblich, dass sich gerade die Sprecher oder die Vorsitzenden oder wie auch immer sich gerade die Leitung einer Studierendenschaft irgendwie nennt, dass die häufig eine Entlohnung kriegen oder eine Aufwandsentschädigung, die auch teilweise so dem BAföG-Höchstsatz entspricht, mit der Begründung, okay, in der Zeit, wenn man sich da wirklich engagieren will, kann man nicht studieren und muss das eben irgendwie auch finanzieren. Das hier in Sachsen-Anhalt gar nicht. Also wir haben gar keine Studierendenschaft, die sich irgendwie selber finanziert. Und dann geht es so weit, dass dann einige Studierendenschaften echt Steuerprobleme bekommen, weil sie sich selber Sitzungsgeld bezahlen und jedes Mitglied für jede Sitzung entlohnt wird. Da gibt es dann also alles Mögliche. Und wie ist das? Wie wird man überhaupt Mitglied? Da muss man doch dann kandidieren bei Wahlen mit so Listen. Und da gibt es doch dann verschiedene politische Gruppen und so, da gibt es die Piraten und genau, so. Da gibt es 100.000 Modelle, sage ich mal. meistens wird auf jeden Fall die Studierenden oder das Studierendenparlament oder der Studierendenrat gewählt. Beziehungsweise, oder was das meiste ist, sage ich mal, was glaube ich der größte Konsens ist, dass die Fachbereichsräte oder die Fachschaften gewählt werden. Und ja dann, und dort ist es dann oftmals so, dass die dort in der Wahl gewählt werden, an die an den Studierendenrat oder den Studierendenrat oder den AS entsenden. Häufig ist so, dass das Studierendenparlament noch direkt gewählt wird. Dann den Asta wählt indirekt. Dann gibt es das Modell, dass der Studierendenrat wie bei uns zum Beispiel direkt gewählt wird und die Fachschaftsräte davon unabhängig sind. Und also gibt es so 100.000 Modelle, wie das gefahren wird. Was vielleicht gerade für die Piraten unter den Zuhörern, was ja ein großer Teil sein dürfte, interessant wäre, ist, dass es eben häufig mit Listenwahl abläuft. Das heißt, eine Listenwahl ist ein Konzept, wo sowas Ähnliches wie Parteien antreten, also quasi Listen, die dann manchmal auch Zusammenschlüsse von verschiedenen Hochschulgruppen sind, die dann wiederum Listenwahl, klar, ganz einfach, ich schreibe eine Liste von Leuten, die werden nachher
angekreuzt und die Liste mit den meisten Stimmen kriegt eben so und so viele Plätze und dann wird von oben nach unten die Liste reingesetzt. Genau, nach dem De Hong-Verfahren werden die Plätze dann verteilt. So, das ist so das, was ich mitbekommen habe, was das häufigste ist. Gibt es natürlich auch noch die Direktwahl, dass man eben die Leute, klar, dass es keine ja. Listen mehr gibt. Und aber üblicherweise gibt es ja auch immer diese studentischen, politischen Gruppen. Und genau. Da habe ich mich eben früher als Student auch gefragt, was soll das? Also ich meine, damals war es halt so, da gab es halt so ganz seltsame politische Gruppen, also so verschiedene linke Gruppen. Ja. Ich hatte damals auch das erste Mal irgendwie das Wort Trotzkisten gehört. Also es gab irgendwelche Trotzkisten. Da habe ich dann in Meyers Konversationslexikon, also ich bin schon so alt, da gab es noch keine Wikipedia, ich in Meyers Konversationslexikon nachgeguckt. Dann gab es dann zwar keine Trotzkisten, aber es gab Trotzki. Das war so ein russischer Revolutionär und da habe ich mich gefragt, was bitte hat dieser russische Revolutionär jetzt hier zu tun mit meiner Lebenswirklichkeit als ja. Student. Und das hat mich sehr gewundert. Und da gab es halt noch andere, da gab es irgendwie so eine sozialistische Studentenbund und dann gab es irgendwie von den Jungdemokraten noch so ja. eine, die waren ganz nett irgendwie, aber dann gab es von den Grünen dann auch so eine grüne Hochschulgruppe. Wobei ich mich da auch gefragt habe, ja, also damals standen die Grünen ja für Ökologie und Pazifismus. Ich habe auch gedacht, naja, Ökologie und Pazifismus, ja, also kann man schon sehen, also Pazifismus, klar, dass man eben nicht forscht fürs Militär und so, klar, ja. Das sind natürlich wichtige Punkte. Also das leuchtete mir dann schon mehr ein. Und dann eben der RCDS, da wusste man nur, wie sie hörte, das war die Jugendorganisation. Studenten. Von der CDU, die sah noch alles so aus. Ja, also hier zum Beispiel habe ich ja vorhin die Wahlplakate gesehen. Ja. Der RCDS-Mensch sah irgendwie völlig, der sah eher aus wie ein Grüner. Nee, der hatte so ein Holzfällerhemd, glaube ich. Der Philipp war das. Und dann habe ich mir gedacht, na, die Zeiten ändern sich. Also damals sahen die wirklich aus wie CDU. Hier hängt noch ein zweites RCDS-Plakat mit einem anderen Kandidaten. Ja, der sieht dann auch tatsächlich wie ein CDU-Politiker aus. Ja. Und da fragt man sich wirklich, was soll das bitte? Also ich meine, der lange Arm der CDU es gibt an der Hochschule. Prinzipiell gibt's ja da zwei große Bestrebungen. Ne? Das sind einmal die Parteien nahen Studentengruppen, das sind ja, oder die Hochschulgruppen, das ist ja dann einmal die bekannteste wahrscheinlich, die Piratenhochschulgruppe. Dann die Jusos gibt's? Die Jusos, die Jungsozialen, das sind so dann die... die Jusos habe ich vergessen, die gab's damals auch schon. SPD-nahen, RCDS hat das schon genannt. Liberale Hochschulgruppen gibt's auch noch, also sind ja die bundesweit im Prinzip tätig waren. Es gibt noch SDS, die Linke gibt's noch, die verschiedene Namen haben, also bei uns heißen jetzt offene linke Liste. Genau, die letzten Jahre hat es alles immer nicht gereicht, einzuziehen, vielleicht an der Rasse an den Namen lag. Die liberale Hochschulgruppe, die heißt doch an einigen Stellen Julis, ne, also die jungen Liberalen. Dann gibt es die Grünen, also die den Grünen nahestehen, das ist quasi die GHG, also die grüne Hochschulgruppe oder auch Campus Grün an manchen Unis. Ja, Campus Grün war, glaube ich, so ein Dach der Hochschulaktiven innerhalb der Partei. Das nennt sich irgendwie Campus Grün. Aber da gibt es auch einige, die das so als Hochschulgruppe verstehen. Also wir werden es verlinken, vielleicht, wenn irgendjemand da schon mal mitschreibt. Ich habe jetzt leider nicht. Brauchst du Stift und Zettel? Nee. Ach, Stift und Zettel. Das kommt mir gar nicht in die Hand. Toter Baum. Sehr schön, das ist eine gute Einstellung. Aus ökologischen Gründen. Dann, genau, also die, da gibt es ja auch eine ganz nette Anekdote, ne? Die Jungliberalen, die haben sich an manchen Hochschulen, die haben ja dann nach den großartigen FDP-Ergebnissen, haben sie sich an einigen Hochschulen in Campus Grün in Campus Piraten umbenannt. Haben die Flagge, die Farbe auf Orange. Orangene Plakate gedruckt, wurden dann auch gewählt und haben sich dann auf der ersten Sitzung nach der Wahl wieder in Jungliberale zurückbenannt. Naja, es hat was Kreatives. Man sieht zumindest, dass es einen gewissen Bedarf für Piraten gibt. Ja. Die Frage ist doch, was machen die einzelnen Hochschulgruppen an der Hochschule? Ja. Wenn ich mir anschaue, manche sehen das halt so als Sprungbrett für ihre politische Karriere.
letztendlich wirklich. Das ist ja bekannt. Also ja. Ich meine, diese ganzen Leute, die die Berliner CDU geprägt haben und letztlich dann auch ja im Berliner Finanzskandal auch irgendwie mitgewirkt hatten, das waren ja alles Leute, die sich kannten im Grunde aus dem RCDS. Ne? Also die waren alle beim RCDS und bei irgendeiner Burschenschaft. Da gibt es ja auch noch so alte Videos in Berlin, ja. wo die dann irgendwie gemeinsam da saufen oder so. Also da gibt es tatsächlich so einen Zusammenhang. Also es ist tatsächlich so, dass da diese Hochschulgruppen auch so eine Art Kaderschmiede waren oder sind. Ja, das sind ja nun die da studieren und dann meistens auch gleich noch den Doktortitel hinterher mitbringen, wie gut auch immer der kommt. Das ist natürlich für die meisten so ein Übungsfeld. Ne? So, ja, ich kann mich mal ausprobieren. Die Vorsitzenden der Jusos waren immer, glaube ich, in irgendeiner Hochschulgruppe aktiv und sind danach irgendwie dann Richtung Bundestag gegangen. Also glaube ich niemanden, der bei den Jusos irgendwie Vorstand war, der noch keine Hochschulgruppe war. Mhm. So ähnlich. Mhm. Bei den Jusos? Ja, bei den Jusos. Na, die Jusos ist doch. Naja, gut. Und da gibt es auf jeden Fall sehr bunt. Zum Glück gibt es da auch unabhängige Listen, die eben sagen, okay, wir wollen nicht unbedingt parteinah sein. Sondern es dann eben auch bei uns gibt es hier dann Sekt, also Studenten engagiert. Was kreativ, heißt Sekt? Irgendwas? Kreativ und noch irgendwas, ja. Und also es gibt eben auch verschiedene unabhängige Listen. Die, wo ich auch feststellen muss, dass das sehr, 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 sehr angenehm ist, weil die eben sich nicht in ihrer Arbeit so auf Parteilinie irgendwie festlegen und dann nur nach Parteilinie da Hochschulpolitik machen. Mhm. Ja. Und da finde ich das Modell eigentlich ganz schön, dass man da sagt, okay, es gibt Hochschulgruppen, die können ja auch inhaltlich was erarbeiten. Und wählen tut man aber irgendwie nach unabhängigen Listen. Das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir hier als Piraten nicht als Piraten antreten im Studierendenrat, sondern wir sind zusammen mit Informatikstudenten hier die Fix-It-Liste. Ja. Mhm. Weniger labern, mehr machen. Das war so ein bisschen ein Kompromissnamen, auf den wir uns dann geeinigt haben. Versuchen da halt auch so ein bisschen eben auch zu zeigen, dass wir nicht als die Partei argumentieren, ne, sondern auch tatsächlich Menschen sind, die was selber machen, weil das ist hier häufig so, dass Leute sehr, sehr parteinnah argumentieren und weil wenn es eben so ein Übungsfeld für die spätere Parteikarriere ist. Ne, ja, ja, das ist eigentlich nicht gut. Aber bei den Piraten leuchtet mir es wieder ein. Da ist es halt logischer, dass die sich auch an der Uni organisieren. Weil bei den Piraten natürlich Bildungspolitik eine wichtige Rolle spielt und auch viel, was mit dem Urheberrecht zusammenhängt. Also freies Wissen, ne? Open Data, das sind alles Fragen, die halt tatsächlich auch an der Hochschule eine gewisse Rolle spielen. Und da, also sozusagen ein Kernthema der Piraten hat was mit den Hochschulen zu tun. Ja. Wobei man sagen muss, dass es auch für die ganzen Studenten immer schwierig nachvollziehbar war, was überhaupt in diesem Studentenparlament etc. passiert. Mhm. Sondern wird irgendwo ein Protokoll hingekippt, quasi irgendwie ein PDF-File, und man bekommt davon relativ wenig mit. Mhm. Das war so, dass ich vor 2 Jahren hier im Studentenparlament oder im Stura eingezogen war, mit der Piratenhochschulgruppe. Und der erste Schritt war erstmal, dass man die ganzen Beschlüsse, die man macht, auch mal veröffentlichen in so einem Wiki. Mhm. Ja, Vorlage gewesen, das Piraten-Wiki. Ja, natürlich auch. Aber das ist ja immer bei den Piraten. Also Transparenz ist jetzt jetzt nicht speziell auf Hochschulpolitik, aber ist natürlich ein wichtiger Aspekt, natürlich klar. Aber ich finde wirklich, also da gibt es viele Punkte, die wirklich auch Kernanliegen der Piraten sind, die halt was mit den Hochschulen zu tun haben. Und das haben wir halt bei den anderen Gruppen nicht so. Also das habe ich ja vorhin gesagt, bei den Grünen hatten wir das mal, also Pazifismus, der ist ja auch weg bei den Grünen eigentlich, aber das ist natürlich das lebt gerade genau auf. Ja gut, also umso besser. Aber da ist eben genau der Punkt, an der Hochschule gibt es halt viele Bereiche, wo halt die Gefahr besteht,
dass Drittmittel aus dem militärisch-industriellen Komplex kommen. Die Frage ist dann, warum werden diese überhaupt angenommen, beziehungsweise werden sie benötigt, aber wenn wir hinterher noch zur Finanzierung kommen. Ja, gut, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber da ist natürlich, da sollten sich dann Piraten und da eben auch Grüne zu Wort melden. Also das hat mich damals schon bei den Grünen in gewisser Weise überzeugt. Während jetzt, sagen wir mal, die Grundanliegen der SPD, dass der Hochschulzugang für Arbeiterkinder, gut, das war ja dann eh schon umgesetzt und das ist dann auch nicht mehr so sehr die Angelegenheit einer Hochschulgruppe, das ist ja eigentlich vorher. Ja, das kannst du aber hauptsächlich auch, und da kannst du dann sagen, das sind die sozialen Aspekte, die da mit reinkommen, ne? Da kannst du, also ich glaube, du kannst... Partei, weiß ich nicht, was die will an der Hochschule, vielleicht das Christentum lehren oder so. Nee, eine konservativere Einstellung sieht man eben bei uns auch bei der ACDS, ist relativ stark. Aber das ist, ich glaube, man kann sowas auch nie inhaltlich begründen, sondern das ist, glaube ich, auch dass der Gedanke vieler Leute, dass Demokratie heißt Partei, ne? Und solange wir demokratische Strukturen an Hochschulen haben, brauchen wir, zumindest dieser Schlussfolgerung oder daraus zu schlussfolgern, natürlich auch die Parteien an den Hochschulen, weil da gibt es ja Demokratie und Demokratie sind Parteien. Naja gut, ja, Parteien vielleicht nicht, aber es kann natürlich schon Gruppen geben, die so ein bisschen andere Geschmacksrichtungen vertreten. Also. Natürlich ist dann für den Wahlkampf, das für die parteinahen Gruppierungen auch immer sehr, sehr einfach, weil die natürlich dann auch eine einfache Wahlkampffinanzierung haben. Ne? So, man muss ja dann leider, und das ist ja überall zu beobachten, wie dann so der kindische Wahlkampf in den Hochschulen losgeht. Wo dann die meisten Hochschulgruppen einmal im Jahr aktiv werden. Ja. Die Frage dann, mit welchen Themen und welchen Flyern. Und also. Die größten und teuersten Plakate und Flyer sind natürlich immer von den parteinahen Strukturen, ne? Ja, aber das ist so nicht nur bei den Hochschulen so. Also ich finde es auch, also ein mit mir befreundeter ein SPD-Aktivist. Ja. Ich beinahe jetzt also in meinem Kopf gerade der Satz, ich bremse auf, SPD-Aktivist. Nein, ein mir bekannter SPD-Aktivist, der die Piraten sehr kritisch sieht und mir dann auch immer streitet, der hat neulich mal zu mir gesagt, oh, er fände das ja ganz toll, er hätte jetzt irgendwo in Baden-Württemberg außerhalb von jedem Wahlkampf einen Piratenstand in der Fußgängerzone gesehen. Und dann habe ich mir auch so gesagt, wieso ist das eigentlich überraschend? Es kann doch nicht sein, dass dass die Parteien aus ihren Höhlen kommen, wenn Wahlen anstehen und sich sonst nicht blicken lassen. Also irgendwie dachte ich immer, das sei die Aufgabe der Parteien, da das Bindeglied herzustellen. Ja, ja. Und eigentlich müsste man es auch an der Hochschule haben, dass diese Gruppen halt immer mal in Erscheinung treten und auch sagen, hier so. Das ist echt schade. Also wir stecken hier gerade ja mitten im Wahlkampf. Letztens haben wir eine Veranstaltung hier organisiert, die mal so über die aktuellen hochschulpolitischen Bestrebungen so auf Bundesebene auch so ein bisschen berichten sollte, wie werden Hochschulen finanziert und alles Mögliche. Extra für den Studierendenrat, ne, dass die Studierendenratsmitglieder dort hinkommen können und sich da ein bisschen informieren. Und von denen ist dann nachher keiner weiter aufgetaucht, außer eben die Leute, die sowieso bei den Piraten aktiv sind. Und da war dann eben die Begründung hinterher, ja, nee, wir konnten ja nicht, wir hatten Wahlkampfvorbereitung. Das ist natürlich ein schönes Verständnis. Ja, oder das war dann zur letzten Sitzung, waren dann so schöne Sachen, wie dass sich die dann gegenseitig beschwert haben, ob denn jetzt der RCDS oder die GHG oder die Jusos mehr Anträge gestellt haben. Ne? Die haben sich dann gestritten, ob sie im Jahr, also das gesamte Jahr lang, 4 oder 5 Anträge gestellt haben. Wo man dann natürlich merkt, okay, da ist viel, viel Engagement dabei. Auf jeden Fall ist da eben viel Wahlkampf mit drin. Und ich glaube, Wahlkampf, gerade auf Hochschulebene, verschwendet leider sehr viel Kraft, ne, die man das ganze Jahr eigentlich einsetzen könnte, um auch wirklich inhaltlich was auszuarbeiten, was aber häufig nicht gemacht wird. Ja. Und dann gibt es solche Sachen wie, ja, wir mal versuchen, irgendwelche Stimmen zu fangen, was überhaupt nicht hochschulpolitisches ist. Also die RCS versucht jetzt
mit dem GEZ-Gebühren. Also sie wollen verminderte GEZ-Gebühren für die Studenten. Die Frage ist, das entscheidet der Studentenrat bei uns gar nicht. Also das ist ein Bundesthema, wo ich nachgefragt habe, ja, was soll das jetzt hier statt 17 Euro, 6 Euro GEZ-Gebühren? Ja, das wollen wir im Bund einreichen. Da frage ich mich, dann müsst ihr euch aber jetzt nicht gewählt werden hier, wenn ihr ein Bundesband RCDS habt, dann müsst ihr euch gegen eure Mutterpartei vielleicht mal einsetzen. Das kann man nicht im Bund einreichen. Das ist ja noch viel schlimmer. Die Gebühren, die GEZ Gebühren werden ja festgelegt über eine Kommission, ja, die wiederum aus Ländervertretern besteht, weil es ja einen Rundfunkstaatsvertrag gibt. Also ich wollte nur sagen, wie sinnfrei dieser Antrag ist quasi, den wir zu stellen. Wieso? Wir haben noch mal drüber philosophiert, das ist doch gar kein Problem. Der Studierendenrat hier kann doch die 11 Euro für die anderen Studenten übernehmen und dafür erhöht dann seinen Semesterbeitrag entsprechend um 6 Euro. Um 11 Euro. Ah, sehr seltsam. Ach, das ist ja monatlich. Ja, um 66 Euro erhöht man den dann. Genau, dann. Nee. Also da gibt es dann ganz lustige Sachen, die sich da ergeben. Ja, gut. Ja, wir brauchen uns, glaube ich, nicht so lange an den Hochschulgruppen aufhalten. Es gibt, wie gesagt, die Parteiunabhängigen, was vielleicht dann auch tatsächlich sinnvoller ist. Und dann gibt's dann steht hier auf der Liste jetzt Vergleich mit anderen Staaten, René. Was ist denn da zu vergleichen? Also alles ganz anders in anderen Staaten. Natürlich, das ist ja auch wieder, wie man das ja bei uns in den Bundesländern schon beobachten kann, ist natürlich in anderen Staaten auch wieder anders. So ein Großteil der akademischen Selbstverwaltung begründet sich ja auch heutzutage viel wieder aus dem Gesundheit, aus dem Nationalsozialismus, wo ja dann auch einiges wo ja dann viele Unabhängigkeiten weggenommen wurden. Und dadurch ist man ja heute relativ stark dabei. Es gibt viele Länder, bei denen das nicht der Fall ist. Ich habe da jetzt keine so explizit rausgesucht. Also diese verfassten Studierendenschaften findet man in Österreich und der Schweiz auch wieder. Da haben die anders. In Österreich sind die zum Beispiel sogar tatsächlich im Gesamtösterreich festgelegt. Da ist dann eine die verfasste Hochschülerinnenschaft. Ja. Mhm. Nee, das heißt ja noch besser. Die verfasste Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft. Genau. Ist also wunderbar, um sich die Zunge dabei zu brechen. Ja. Und die sind tatsächlich ähnlich aufgebaut wie in Deutschland. Das ist erstaunlich. Also dieser deutschsprachige Raum ist so ähnlich. Und dann gibt es Länder, es gibt sogar genug Länder, wo die akademischen Sachen gar nicht selbst verwaltet werden. Was man auch mal betrachten, was auch ganz interessant zu sehen ist, ist, dass diese akademischen Sachen auch unterschiedlich finanziert werden. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu. Dass in vielen anderen Ländern ja dann Studiengebühren von 3.000 bis 6.000 Euro und noch viel mehr geht. Wo wir ja mit unseren 500 Euro zumindest vergleichsweise wenig aussehen, obwohl das natürlich eigentlich auch nicht geht, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht mit den anderen Ländern vergleichen. Das ist ja auch immer schwierig dann. Das ist sehr schwierig, weil das doch immer ein ganz anderes System ist. Dann kommen wir doch mal, wir haben ja schon angesprochen, Bildungsföderalismus. Was soll das überhaupt? Warum ist das immer unterschiedlich schon in den einzelnen deutschen Ländern? Denn ich meine, wir wollen ja, das ist das mit dem Vergleich mit den anderen Staaten eigentlich schon ein interessantes Thema, weil wir ja doch so einen europäischen Bildungsraum letztlich haben wollen. Da kommen wir ja auch noch drauf mit Bologna. Aber in Deutschland ist ja nicht mal, es gibt ja nicht mal einen deutschen Bildungsraum oder jedenfalls nur sehr schwierig. Fängt im Prinzip damit an, dass die Große Koalition 2006 eine Kommission im Bundestag, im Bundesrat eingesetzt hat, deren Ziel war, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Bund und Ländern zu verbessern, die politische Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen, sowie die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung zu steigern. Das ist natürlich schön Politikersprech, wo es im Prinzip darauf hinaus lief, dass man das Grundgesetz ändert. Und ging es im Prinzip hauptsächlich letztendlich darum, Staatsfinanzen zu sanieren und im Prinzip die finanziellen Ausgaben auf Bundesebene für die Bildung zu setzen und das im Prinzip an die Länder abzugeben. Letztendlich ist es ja so, dass sehr viele Gebiete oder Möglichkeiten, wo die Gesetzgebung gegeben werden kann, hauptsächlich auf Bundesebene sind. Also es gibt halt so Straßenverkehrsordnung oder ähnliches, was ein Bundesthema ist und nicht jedes einzelne Land hat eine Straßenverkehrsordnung etc.
Und das ist natürlich auch schön für die Landespolitiker in dem Sinn, dass sie so eine Spielwiese haben, so sehe ich das. Also wenn der Kommunalpolitiker oder Landespolitiker sagt, okay, ich habe ja die Idee und das führen wir einfach mal ein, dann wird es halt relativ schnell umgesetzt. Mhm. Und da gab es im Prinzip jetzt, also das betrifft genau dieses Paragraph 91b vom Grundgesetz, wo dann halt geregelt ist, Bund und Länder können aufgrund von Vereinbarungen in Fällen der überregionalen Bedeutung zusammenwirken bei der Förderung von, und dann ist der zweite Punkt, Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen. Drittens sind Forschungsbauten an Hochschulen, einschließlich Großgeräte und Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen. Mhm. So. Das sind die drei die Änderungen, die gemacht haben. Das bedeutet, Forschungsprojekte durch die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das kann gefordert werden. Und so Bau von Hochschulen, Gebäuden etc. Großprojekte, Bau von Hochschulgebäuden. Ich meine, das liegt ja daran, dass das alles sehr teuer ist. Mhm. Und aus dem Grunde reicht dann offenbar die Finanzkraft von so einem Land nicht. Also Hochschulbauvorhaben im Saarland oder in Bremen, da wäre aber schnell der ohnehin gebeutelte Staatshaushalt auch mehr gebeutelt. Also das ist schon, das ist glaube ich nicht dumm. Und Großforschung, ich meine in der Physik und so, wenn man da so einen Teilchenbeschleuniger braucht, das kann so ein Bundesland nicht alleine stemmen. Das kostet ja das Millionen. Ne? Ja. Und da muss dann halt schon, also das ist ja durchaus sinnvoll. Okay. Aber was wir noch gar nicht erörtert haben, ist, warum es überhaupt den Bildungsföderalismus gibt. Ich meine, man könnte doch sagen, na, also Deutschland ist so eine Kulturnation, eigentlich ja über die Bundesländer hinaus. Ja, also ich meine, Goethe verbindet man ja vielleicht mit Weimar, aber jetzt zu sagen, naja, das ist jetzt hier, ne, das ist halt Bildung à la Sachsen-Weimar, denkt man doch schon eher an Deutschland. Ich habe bei Schiller, na, da denkt ja jetzt niemand an Schwaben oder so. Naja, bei Goethe müsste man ja eigentlich an Frankfurt denken. Also sagt man jetzt hier nicht, das ist hessisches Bildungsgut. Ne? Und Schiller ist jetzt auch nicht schwäbisches Bildungsgut oder so. Also das irgendwie ist doch in Deutschland, ich meine, die Idee von Deutschland, bevor es Deutschland gab, war ja die einer abstrakten Kulturnation. Also das war ja kein, das hatte ja keine Basis. Mhm. Also könnte man doch eigentlich sagen, und auch die Idee der Berliner Universität von Humboldt, war eine Universität für dieses Projekt Deutschland. Also müssen wir heute alles auf Europa übertragen natürlich. Aber warum will man jetzt, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht? Wenn man da ganz kritisch und böse rangeht, da hat man einen Mathe-Dozent bei mir, hat das mal so schön gesagt, der sagte, naja, die Bildung in Deutschland komplett aufzusplitten und jeden sein eigenes Süppchen kochen zu lassen, ist das Beste, was die Alliierten damals machen konnten, um das Land der Dichter und Denker klein zu halten. Weiß ich nicht, ob man das so sehen muss. Ich fand das ein sehr, sehr nettes Zitat mal, weil es einfach, das bringt halt zumindest im Schulbereich kann man es ja wunderbar beobachten, wie irgendwie auf Landesebene alle paar Wochen jedes Bundesland was anderes macht. Naja, im Schulbereich habe ich auch wiederum ein bisschen Verständnis dafür. Genau. Also in der Schule in Hannover, da muss erstmal die Heimatkunde vom Umland von Hannover gemacht werden. Da will man jetzt nicht, also da jetzt, weiß ich nicht, alle bayerischen Berge zu lernen, ist jetzt vielleicht nicht so das Erste, was man machen muss. Also da denke ich, ist schon auf der Schulebene ist es schon ganz gut, wenn man das so ein bisschen lokal, regional anbindet. Außerdem, natürlich klar, wenn ich an der französischen Grenze wohne, da lerne ich doch lieber Französisch als Polnisch. Wenn ich an der polnischen Grenze wohne, da ist es sicherlich wertvoll, Polnisch zu lernen und nicht Französisch. Ja, von mir ist auch noch Französisch, aber irgendwie sind die Prioritäten dann anders. Und wenn ich halt am Meer wohne, dann will ich vielleicht eher, dass die Kinder alle schwimmen lernen und Rettungsschwimmer sind und wenn man halt in den Bergen wohnt, dann ist es vielleicht besser, wenn die alle schon mal wissen, dass ich bei Blitzeinschlag nicht gerade auf der Bergkuppe sein soll. Also irgendwie also auf dieser Ebene finde ich, das macht unheimlich einleuchtend, dass es sich ein bisschen aufteilt, weil eben tatsächlich
ja, man das Lernen für Kinder und für Jugendliche natürlich immer anbindet, am besten an die umgebende Realität. Bei den Hochschulen ist das dann aber vielleicht anders. Obwohl du, na gut, aber dafür hast du dann ganz, ganz große Probleme, was die Mobilität betrifft. Ja. Also ich selber bin ja in meiner Geschichte, ich habe zu meiner Grundschulzeit in Baden-Württemberg aufgewachsen und bin dann hier nach Sachsen-Anhalt gezogen und musste dann hier erstmal ein ganzes Jahr wiederholen, einfach weil von den Fächern her überhaupt gar nichts übereingestimmt hat. Also das ist halt das, wo man dann wirklich da Grenzen aufzieht, die halt gerade im Schulwesen echt problematisch sein können, ne? Für Leute, die umziehen oder sowas. Ja, gut. Dann stellt man sich die Frage, ne? Also hier in Sachsen-Anhalt darf man zu Abiturzeiten nur mit einem normalen Taschenrechner ohne alles Mögliche machen und so ein paar wenige Kilometer weiter nach Sachsen rüber, ne? Da gibt es dann, da müssen die Leute dann mit einem programmierbaren Taschenrechner ausgebildet werden. Und wenn die Leute dann in die Hochschulen kommen, haben sie so extrem unterschiedliche Voraussetzungen, dass das natürlich... Okay, das ist ein Nachteil. Und da kann man natürlich auch wieder durch Rahmengesetzgebung ja was machen, dass man sagt, es gibt Standards und so. Das halte ich ja auch für sinnvoll. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass wenn jemand auch aus Baden-Württemberg, eben, sagen wir mal von der französischen Grenze, wo man eher Französisch lernt, an die polnische Grenze zieht, dann muss er sich vielleicht ein bisschen umstellen. Also das ist auch es wird immer von Integration geredet. Die Integration ist da vielleicht auch innerdeutsch gefragt. Also da müssen sich Leute schon vielleicht umstellen, aber es muss natürlich wirklich, und da gebe ich dir recht, dass das so ein Hindernis ist, dass es wirklich so völlig anders ist, das ist natürlich nicht gut. Also gewisse Standards müssen halt schon da sein. Gibt es ja im Abitur jetzt die Ideen, also dass man sagt, für Deutsch, Mathe und glaube ich Englisch gibt es jetzt, ich glaube einzelne Bundesländer, Sachsen-Anhalt, Thüringen glaube ich sind mit dabei, dass sie gemeinschaftliche Abiturprüfungen einführen möchten. Die haben sich auch ein bisschen immer dran orientiert, so an Baden-Württemberg und Bayern. Die dort, ich weiß nicht, ob die Vorreiter waren. Auf jeden Fall gibt es dort Bestrebungen auf der Kultusministerkonferenz, dass man für bestimmte Fächer solche Vorgaben macht, dass man sagt, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt sollen alle Schüler denselben Bildungsstandard genossen haben, also dieselbe Bildungsinhalt. Ja, das darf man aber nicht verwechseln. Also Standards und Vorgaben ist was anderes als ein gemeinsames Abitur. Also ich halte, obwohl ich ja nun in Bayern tätig bin oder gerade weil ich in Bayern tätig bin, halte ich von diesem Zentralabitur, dem zentralen Staatsexamen eher wenig. Es war sicherlich richtig, Standards zu entwickeln und die sollten auch sicherlich über ein einzelnes Bundesland hinaus verbindlich sein, weil die Leute ja zum Studieren dann wahrscheinlich irgendwo anders hingehen und so. Das sollte schon irgendwie, da sollte es Verbindlichkeiten geben. Aber ich finde, dass solche zentralen Prüfungen, das schraubt das Niveau nach unten. Es wird zwar immer das Gegenteil behauptet, aber ich habe es aus eigener Anschauung miterlebt, dass diese zentrale Geschichte... Findest du, weil du sagst, dass das so eine Konsensfindung ist, oder? Naja, also ich sehe es ja beim Bayerischen Staatsexamen. Was kann man denn da fragen? Also die Frage muss ja zu beantworten sein von einem Absolventen des Studiengangs von irgendeiner bayerischen Universität. Ach so, du das heißt, man muss sich auf einen Wissenskonsens, und das ist beim Abitur so ähnlich, aber beim Abitur ist nicht ganz so schlimm, beim Staatsexamen ist es noch schlimmer. Man muss sich auf einen Wissenskonsens einigen, und der ist dann meistens, also ich kann es ja wirklich sagen, als ich in Bayern angefangen habe, war ich total entsetzt, dass das, auf was man sich da einigt, auch die Literaturliste, dass das aus den 70er Jahren kommt. Inzwischen haben wir die 80er Jahre erreicht. Das ist ja natürlich nicht, also ich meine, das ist doch nicht, kann doch nicht das Resultat eines wissenschaftlichen Studiums sein, dass man 30 Jahre alte, 40 Jahre alte Forschungsinhalte da als abprüft. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, da hast du auf jeden Fall recht, wo das natürlich, Ich sehe das beim Abitur sogar noch mal ganz anders. Also ich würde mir sogar wünschen, dass wir bundesweit einheitliche Lehrpläne in Schulen haben und bundesweit dann auch einheitlich sagen können, okay, wir haben hier ein gemeinsames Abitur und dass dann auch wirklich jeder, der eine Abiturprüfung schreibt, ja, dann kann man sich auch sicher sein, dass das ein einziges Niveau ist, weil man dann nicht mehr sagt, so, wir sind besser als die anderen. Ne? Da gibt's ja dann auch immer wieder die Geschichten, die man hört, so dass man aus den ostdeutschen Bundesländern kommt, dass man dann in den westdeutschen an den Hochschulen anders behandelt wird, wenn man versucht, da sich zu immatrikulieren.
weil dann die Noten anders sind. Da gibt's ja relativ viel und doch dann der eine auch immer, wir sind besser als die anderen. Das könnte man damit abschaffen, weil die Schule ja da auch einfach wirklich eine grundlegende Kompetenz darstellen sollte. Natürlich bei den Hochschulen nachher, gerade mit den vielen Spezialisierungen, viel, viel schwieriger wird und glaube ich, auch nicht gut ist an der Stelle. Ja, gut, also es gibt auch noch, also ich bin auch sonst nicht begeistert. Also ich kenne das auch so ein bisschen aus Frankreich, da wird eben auch alles zentral gemacht. Und das führt dann dazu, dass die Leute halt dann auch irgendwie noch Vorbereitungskurse und sonst was alles machen, um aufs entsprechende Niveau zu kommen. Mhm. Und da wird ein immenser Druck aufgebaut. Und ob das wirklich viel bringt, ob die Leute dadurch besser sind, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Franzosen besser sind, also gerade was Fremdsprachenkenntnisse angeht. Also wir haben ja in den meisten Bundesländern, hier haben wir ja schon Zentralabitur, zumindest im Bundesland. Ne, die auch auf einheitlichen Lehrplänen basieren und die funktionieren ja eigentlich ganz gut. Also das, was wo die Lehrer dann auch so sehen, dass sie hingehalten sind, dazu an den Lehrplänen zu bleiben. Ne? Was natürlich, aber bei den Hochschulen ist das natürlich, finde ich, ein ganz, ganz anderes Thema. Also, ja. Ne? Na gut, also Wir müssen jetzt noch nicht auf Konsens kommen. Ist ja, ja, nee. Also ich habe ja nur so meine Erfahrungen gemacht. Und ich muss wirklich sagen, also in Berlin zum Beispiel war das Niveau sehr viel höher. Da hatte man das halt damals so, das ist glaube ich heute immer noch so semi-zentral gemacht und ist Berlin auch nicht so groß. Da hat man halt die mündliche Prüfung, die fand halt beim Prüfungsamt statt. Mhm. Und da war eben immer auch eine Frau, die die Prüfung leitete, die halt tatsächlich dort darüber wachte, dass das alles ungefähr das gleiche Niveau hatte. Das war schon nicht schlecht, aber die Aufgaben wurden dann eben auch getrennt gestellt und eben auch auf den Student oder die Studentin hin ausgelegt. Das ist eigentlich besser. Aber wie gesagt, das kann man so und so machen. Und ich fand das Niveau da gerade sehr hoch. Wie gesagt, also ich kann es nur schwer vergleichen. Ich war ja auch in Niedersachsen und in Bremen mit diesen Dingen befasst und in Nordrhein-Westfalen. Und das war halt immer etwas anders. Also in Niedersachsen kann ich schwer einschätzen. Also da war es. Aber ich sag mal auch, das Niveau der Ausbildung oder der Bildung an sich ist ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Nicht nur zwingend, das ist ja eigentlich keine Frage der Prüfung, sondern ist ja irgendwo eine Frage der ganzen Strukturierung vorher. Ne? Und wenn man natürlich sagt, okay, und Konsensfindung besteht darin, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, dann kann ich voll nachvollziehen, dass da das Niveau sinkt. Ne? Mhm. Wenn man aber rangeht mit, okay, wir trainieren jetzt einfach einen Standard, der eben überall gleich sein soll, dann muss ja das Niveau nicht sinken, sondern dann kann doch einfach heißen, dass halt eine Richtung, und das finde ich für Schule ganz gut, dass dann eine Sache als, sag ich mal, das Grundverständnis, die Basis, auf die alle aufbauen können, irgendwie da ist. Ne? Es muss nicht zwingend der kleinste gemeinsame Nenner sein. Naja, klar. Und kannst du immer noch auf deine regionalspezifischen Themen da immer noch eingehen, darauf aufbauen. Denn gehe ich mir davon auch sowieso bei den meisten passieren. Aber ja. Gut, wir haben auf unserer Liste jetzt Grundverständnis Studium. Ja. Studium ist natürlich das ist die ganz große Frage, was ist das Studium? Ne? Also ist das Studium schon mal allein die Wortwahl, ne? Ist das Studium Bildung oder ist es Ausbildung? Das ist ja dann auch was, wo viele heutzutage sagen, okay, wir benutzen jetzt das Wort Ausbildung für ein Studium, aber dann auch sehr schnell mit der Ausbildung in einem Betrieb jetzt eben zusammenspielt. Ne? So Ausbildung impliziert zumindest für mich immer so, dass man wirklich fachliche Themen zack, 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 A, B, C nacheinander abgehandelt irgendwie macht. Ne? Mhm. Und Ausbildung ist natürlich auch immer auf so einen Beruf bezogen. Also ausgebildet für einen bestimmten Beruf. Was natürlich unsere Studienfächer, selbst wenn sie immer spezialisierter werden, eigentlich nicht tun. Überhaupt, ja. Eigentlich, wenn man mal so in der Wirtschaft fragt, eigentlich gar nicht. Ne? Also wir waren ja letztens in Hannover bei so einem Arbeitskreis vom
bin vom DGB, wo dann irgendeiner, ich vermute VW war er, aber bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, da war und gesagt, ja, wir müssen mal hier ganz stark darauf achten, dass da mehr fachliche Inhalte vermittelt werden, weil die Leute, die vom Studium zu uns kommen, die haben ja gar keine Ahnung. Wobei man sagen muss, das Rahmengesetz hat ja auch ein Paragraph 8 drinne. Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, unter anderem in ihrer Entwicklung in Kunst und Wissenschaft auf die berufliche Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch so schön. Ja gut, aber das ist immer was anderes als eine Ausbildung. Allein, also klar, ne? Also die Leute müssen alle einen Computer benutzen können. Jetzt an der Hochschule zu sagen, wir lehren jetzt hier Kalligrafie, das wäre jetzt nicht... Wenn man sich das anschaut, wo das Studium ja eigentlich herkommt, ne, dann sieht man ja auch, dass früher sind die, also ganz früher sind die Studenten dann von einem Gelehrten zum nächsten gezogen und haben dort eben sehr viele auch unterschiedliche Sachen gelernt. Ne. Und das ist aber ganz früher gewesen. Ja, natürlich. Das ist ja, ich fange immer an mit ganz früher, wenn ich so mein Bild aufbaue. Das ist aber auch so ein bisschen noch so ein Verständnis, das ist das Verständnis von Bildung, was das für mich heute noch so ein bisschen ist, ne? Also das Bildung ist eben viel mehr als die fachlichen Inhalte. Bildung ist einfach unterschiedlichste Dinge zu tun, auch sich selbst mal auszuprobieren, auch sich selbst zu finden und einfach auch viele inhaltliche und nicht inhaltliche Schlussfolgerungen zu finden, Meinungen zu finden. Ja, und das ist eine Sache, die heutzutage in der ganzen Umstrukturierung von Studium total verloren geht. Ne? Dass man auch einfach mal Zeit hat, um Dinge zu machen, die nicht strikt nach Vorschrift sind. Genau. Das halte ich auch für ganz wichtig. Das ist ja auch mein Hauptkonflikt mit der Bologna-Reform, auf die wir dann auch gleich noch kommen werden. Also ich habe während meines Studiums, und das sehe ich heute nicht mehr als möglich an, ich habe alles Mögliche da gemacht. Wir mussten, also bei uns war das so, und das finde ich immer noch eine geniale Idee, es gab so ein Blatt, das war Teil der Rückmeldung, da musste man ausfüllen, welche Lehrveranstaltung man besucht hat. Das füllte man aber selbst aus. Mhm. Und da musste man irgendwie eine bestimmte Stundenzahl zusammenbekommen. So diese SWS? Irgendwie 20 SWS oder so musste man da eintragen. Also Semesterwochenstunden. Mhm. Genau, Semesterwochenstunden. Und dann habe ich natürlich, dadurch hatte ich natürlich die Freiheit, alles zu besuchen, was eben angeboten wurde. Außer in der Medizin, da durfte man nicht so ohne weiteres rein, weil das da alles mit Numerus Clausus und so und zu wenig Plätze und so. Und natürlich, ich gehe jetzt nicht ins Labor bei den Naturwissenschaftlern, wenn ich keine Naturwissenschaft studiere, das wäre ja auch nicht gegangen. Aber sonst konnte man alles Mögliche und dann habe ich halt mal geguckt. Ich musste dann ja, am Anfang wohnte ich noch etwas weiter weg von der Uni, wenn man da mal 2 Stunden frei hatte. Gut, da konnte man natürlich in die Bibliothek gehen, aber wenn sich da gerade was Interessantes anbot, manchmal hatte man ja sogar noch länger frei zwischen den Veranstaltungen, die man machen musste. Da habe ich natürlich dann auch das eine oder andere besucht. Da habe ich mal zum Beispiel, weil ich dann auch in Barcelona war, habe ich dann so eine Vorlesung in der Kunstgeschichte gehört über den Jugendstil in Barcelona. Das hat ja irgendwie nicht geschadet. Und dann habe ich mal irgendwas bei den, tatsächlich sogar auch mal was bei den Medizinern gehört. Und dann war ich mal in der Jura-Vorlesung. Das war eigentlich alles sehr interessant und das hat sicherlich auch nicht geschadet. Gut, ich habe jetzt vielleicht nicht immer überall sehr viel mitgenommen, doch an einer Stelle schon. Ich habe zum Beispiel auch Programmiersprachen belegt. Der Bogen hieß Belegbogen, also da musste man irgendwas eintragen. Und es wurde auch nicht nachgeprüft, aber das heißt, es wurde nicht nachgeprüft. Also musste schon so ein bisschen aufpassen, was hin und wieder mal Leuten passiert ist, die da einfach fantasievolle Sachen eingetragen haben, war, dass diese Veranstaltung gar nicht stattgefunden hat. Und dann fiel man natürlich auf und das gab halt Ärger. Also das musste schon relativ sicher sein. An der TU Berlin, wo ich später mal vertreten habe, gab es auch diesen Belegbogen. Da musste das aber vom Dozenten abgezeichnet werden, dass man wirklich da war. Mhm. Und da merkte man immer gegen Semesterende, wenn die Vorlesung voller. Und das ist ja auch mal ein interessantes Konzept. Ja, immer Lehrer. Das ist auch eine interessante Anekdote, die ich mal erzählen kann. Ich hatte immer einen Lieblingsraum in der TU Berlin.
Das war im 20. Stock des Telefunkenhochhaus. Also ich muss dazu sagen, ich war in der TU Berlin vor dem 11. September. Also ich war auch noch am 11. September dort. Und da hatte ich irgendwie noch ein großes Vertrauen in Hochhäuser mit Blick auf die Einflussschneise. naja, dann im Telefunkenhochhaus da am Ernst-Reuter-Platz und dann gab es im 20. Stock gab es halt einen Raum, da hatte man einen wunderbaren Ausblick über Berlin, ne, auch auf die anfliegenden Flugzeuge. Und das Interessante war jetzt, wenn man die Plätze nahm mit der guten Aussicht, auf der einen Seite des Raumes, dann saß man unter der Klimaanlage. Es wurde also die ganze Zeit kalte oder heiße Luft, je nach Witterungslagen, so in den Nacken geblasen. Und es war so heftig, dass das sogar so eine Art Windmaschineneffekt hatte. Also Leute mit dünnen Haaren, da wehte es da. Und deshalb setzten sich also die Studenten, die den Raum noch nicht kannten, vielleicht das erste Mal dahin und dann später merken sie halt, es ist nicht gut. Das heißt, die Studenten, die immer kamen, saßen entweder auf der Fensterseite oder vor Kopf. Ja. Aber an der Seite war alles frei. Und immer so ab der drittletzten Woche tauchten Studenten auf, die dann da saßen. Das heißt, man konnte eindeutig erkennen, die waren noch nicht da. Und dann kamen sie natürlich sofort angedackelt mit ihrem Studienbuch zur Unterschrift und dann habe ich immer gesagt, ach, sie haben mich aber noch nie gesagt, sie waren immer da. Nee, sag ich, sie waren nicht da. Ja, dann habe ich ihm das eine oder andere Mal dann auch die Unterschrift da verweigert, weil ich das irgendwie, also ich wollte ihn ja nicht schaden, aber irgendwie fand ich das lächerlich. Aber das kann man nicht machen. Also sicherlich bin ich da bereit, Dinge zu unterschreiben für Leute, die nicht, also man musste da nicht jedes Mal kommen, aber wenn jemand erst in der, also im schlimmsten Fall in der letzten Woche, da kamen immer die meisten zusätzlich, erst kommt und sagt, ich möchte mir bescheinigen lassen, dass ich die ganze Zeit teilgenommen habe, dann finde ich, das ist nicht okay. Also da muss man dann sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Da wäre ja Strategie, so 4 Wochen vor Semesterende zu sagen, so, ihr die jetzt da sind, kriegen die Unterschriften und danach gar nicht mehr. Naja, das könnte man natürlich auch machen. Also Also wie gesagt, das mit dem Belegbogen gab es da immer noch. Aber ich fand das eigentlich sehr schön, dass man, ob nur mit Unterschrift des Studenten oder ohne, ist ja egal, dass man einfach mal überall hingehen konnte. Genau. Und da, also ich habe da eine Menge gelernt. Also unter anderem diese Programmiersprachen, die mir dann später ja auch einen Studentenjob eingebracht hatten, weil ich es halt nun konnte und andere nicht. Und ich sähe es jetzt vielleicht nicht hier, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Also im Grunde hatten diese Nebenbeschäftigungen, also zumindest in meinem Leben dann einen starken Impact. Ja, also das ist nicht folgenlos geblieben. Und deshalb finde ich, das ist eigentlich wichtig beim Studium. Und das muss man wieder ermöglichen. Das ist eine Frage, die ja dem Bologna jetzt nicht zwingend widerspricht. Da kommen wir ja auch nochmal hin. Kommen wir noch drauf. Ja, genau. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ob man jetzt das Studium als Ausbildung betrachtet oder als wirkliches Bildungsinstrument, ne? So das, was man fürs Leben mitnimmt. Das ist ja auch was gesellschaftlich relativ wichtig ist, dass man so Leute hat, die mal über den Tellerrand hinwegschauen und mal von ihren fachlichen Inhalten wegkommen. Ja, eine Art Selbstfindungsprozess. Ja, natürlich. Ne? Das ist ja, Bildung ist immer auch Selbstfindung, das ist klar. Das halte ich sogar für viel wichtiger als diese rein inhaltlichen Aspekte. Ja. Weil an der Hochschule, und das sage ich allen Studenten, die hier anfangen und sich irgendwie die von mir wissen wollen, was das Studium ist, ich halte ja auch da regelmäßig Vorträge an irgendwelchen Schulen, sage ich immer, dass das Wichtigste am Studium ist das Selbstständigwerden, ne? und zu finden, was man denn wirklich machen will und was man schaffen will. Das Fachliche, das ist nebenbei und das ist gutes Beigut, was man natürlich auch braucht, ne, wenn man später mal irgendwas machen will. Ist natürlich das, was ich hier als Informatiker zum Beispiel lerne, total wichtig. Aber eben, das sollte definitiv nicht das Einzige sein. Es gab noch einen anderen Effekt da, den es heute wahrscheinlich auch nicht mehr gibt, in so einem Studium, was auf ECTS-Punkte beruht. Es gab so eine Art familiäre Atmosphäre. Ich habe als Nebenfach halt historisch vergleichende Sprachwissenschaft studiert. Das war nur mein Nebenfach, aber da gab es irgendwie immer nur so eine Handvoll Studenten. Und da war es halt üblich, man ging einfach jedes Semester in das Hauptseminar, was angeboten wurde. Es gab dann immer nur ein Hauptseminar. Und da ging man also jedes Semester hin.
egal ob man jetzt schon einen Hauptseminarschein hatte oder nicht. Mhm. Es war einfach so, der Prof wollte ja nicht alleine da sitzen und irgendwie war, also es war sogar so, dass am Ende des Semesters der Prof sagte, ja, was wollen wir denn nächstes Semester machen? Und dann wurde halt gemeinsam beratschlagt und dann war man irgendwie schon so in der moralischen Falle, dass man dann da auch hingeht. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Also man musste ja auch nicht jedes Mal einen Schein machen, obwohl auch immer erwartet wurde, dass dann die 5 Studenten, die kamen, da auch ein Referat machen. Und es ist dann sogar einmal passiert, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, aber ich kann es ja nochmal erzählen. Es war dann eben so, eines Semesters habe ich dann natürlich keinen Schein gemacht, weil ich keinen wollte. Also ich hatte ja nun schon meinen Hauptseminarschein und habe aber ein Referat gehalten, aber nie eine schriftliche Fassung abgeliefert. Ja. Und der Prof, der war halt so ein bisschen auch mit anderen Dingen beschäftigt. Der irgendwann sagte dann die Sekretärin zu mir, da liegt für Sie noch ein Schein. Und dann stand da ein Schein und da stand da drauf irgendwie Referat und Hausarbeit über dieses Thema, wo das ich tatsächlich referiert hatte, aber nie eine Hausarbeit geschrieben hatte. Note 2+. Na, da war ich ja noch irgendwie beeindruckt. Aber wie gesagt, die Hausarbeit habe ich nie geschrieben. Es war einfach so, dass er davon ausgegangen ist, dass ich eine geschrieben habe, er sie verlegt hat. Und dann bekam ich da einen Schein. Gut, es war eh egal, ich brauchte den Schein nicht, von daher habe ich ihn auch in seinem Glauben belassen. Aber das war eben wirklich so, dass man da immer hingegangen ist. Und das schafft natürlich auch, also auf diese Weise kriegt man auch neue Erkenntnisse. Und es war auch kein Schaden. Also ja, das ist auch was. Also so ähnlich fange ich jetzt ja auch an zu studieren. Ne? Also ich höre jetzt Seminare wie zum Beispiel eins an der Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften bei uns. Das heißt da Regieren in Deutschland und Europa. Mhm. Das hat jetzt mit der Informatik nicht sonderlich viel zu tun. Das interessiert mich nur einfach. E-Government, ne? Oder ja, nee, da gibt es ja extra Lehrveranstaltungen. Ja, aber für E-Government ist es auch ganz gut, das Grundverständnis zu haben. Wenn die Leute nur E-Government machen und kein Grundverständnis haben, ist ja auch nicht gut. Ja, dann kommt sowas raus wie Hiss, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Und dann haben wir, dann höre ich jetzt hier zum Beispiel, ich bin jetzt schon Masterstudent und gibt ja viele, die sagen, ja, als Master darf man keine Bachelor-Veranstaltungen hören und sowas. Ne? Ich mir dann jetzt hier eine Zweisemester-Veranstaltung für Bachelor anhöre, Computergrafik 1, einfach weil das halt eine Sache ist, mit der habe ich mich noch nie beschäftigt und es interessiert mich einfach mal. Und das ist das Schöne, was man eigentlich... Aber kann man das heute wirklich machen? Denn ich habe das Gefühl, dass wenn man dann so ein Campus-Management-System hat, da kriegt man ja nur die Veranstaltungen angeboten, die passen. Also wir hatten das ja früher so, dass es so ein dickes Buch gab und dann fing man vorne an zu lesen und guckte, was man da... Na gut, so ein Campus-Management-System sagt einem ja normalerweise auch alle anderen Lehrveranstaltungen, die es so gibt. Das ist ja nicht so, dass die Systeme einem verschweigen, was es da gibt. Natürlich, man klickt natürlich so, ich klicke so meinen Studiengang an und arbeite dann die Liste ab, die dann da steht. Ne? Gibt es ja viele, die das so machen. Ja, ich glaube, das ist auch sehr abhängig davon, welche Raumkapazitäten zur Verfügung stehen. Also es gibt einmal, was ich Fakultäten, wo dann, sage ich mal, BWL-Studenten relativ modern jetzt, das zu studieren. Da gibt es halt eine gewisse Überbelegung und die Plätze sind überlegt. Aber mal, wenn man halt noch was anderes studiert und sich noch bestimmte Themengebiete interessiert, da kann man auch dorthin gehen, wenn man weiß, okay, das findet dann und dann statt. Ja, man muss dabei herausfinden, dass es stattfindet. Nee, wenn doch, das Campus-Management das nicht auswirft. Weiß nicht, was habt ihr denn für ein Campus-Management-System? Also FlexNow. Okay, das kennen wir jetzt nicht. Unser spuckt das tatsächlich auch noch aus, wenn man es richtig fragt. Ah ja. Na gut. Ja. Aber so Bücher, weiß nicht, muss man da noch Bücher drucken? Ich finde ja... Nee, Bücher drucken muss man nicht. Bücher drucken muss man nicht. Nein, ich finde, da sollte halt, es ist entsprechende Websites geben, die gibt es bei uns natürlich auch, ist klar, wo man dann natürlich auch mal durchsuchen kann und wo man einfach auch mal durchscrollen kann, denn nach vielen Dingen will man ja gar nicht suchen, aber dann sieht man das, sieht die Beschreibung und denkt, Mensch, das interessiert mich. Also das mit dem Jugendstil in Barcelona ist mir ja auch damals nur aufgefallen, weil ich eh in Katalonien war und irgendwie jetzt beim Durchblättern sehe ich auch, da ist ja was mit Katalonien-Bezug. Das kenne ich, das will ich hören. Ne? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich aktiv danach gesucht. Ja, na, also ich habe das hier ich habe das hier so gemacht, ich habe hier einfach mal die Suchfunktion da bemächtigt und habe dann da einfach mal so das ein oder andere Stichwort, was mich interessiert, durchgeguckt. Ne? So zum Beispiel
ja, Parteistrukturen oder wie eben ja, regieren. Ich habe zum Beispiel Regieren tatsächlich mal eingegeben und bin dann tatsächlich auf dieses Seminar gestoßen. Und also man findet schon so ein bisschen was. Und dann kennt man ja auch so den einen oder anderen Professor und hört vielleicht auch mal, was es so für Arbeitsgruppen gibt. Ne? Dann ja. Klickt man sich da eben mal hin. Und also ja, es gibt, kleineren es gibt schon genug geht das Möglichkeiten. Schon, klar. Ja, die Frage ist doch, wie viel Prozent der Studenten machen denn sowas direkt? Also ich einfach mal so... Ja. so laut Adressengebiet dann noch mehr Vorlesungen raussuchen. Ich denke mal, das ist eine sehr geringe Anzahl. Das ist nicht wirklich, also welche, die jetzt, es gibt ja Studiengänge, die sowieso über mehrere Fakultäten gehen. Da mag das Möglichkeit sein, aber ich sag mal so, dass so ein. Ja, ich hab aber, also ich meine, ich will jetzt nicht kulturpessimistisch sein, aber ich habe das Gefühl, dass das früher häufiger passiert ist. Als da stimme ich dir zu. Und das ist nämlich, glaube ich, genau die Sache, wie man das Studium kennenlernt. Wenn man das Studium kennenlernt als ein, du musst hier fachlich und dein Fach und in Regelstudienzeit fertig werden, dann arbeitet man natürlich das ab, was man vorgegeben kriegt. Ne? Man kriegt so einen Stundenplan, da steht dann drauf, was man so machen muss. Oder so ein Regelstudienplan. Da weiß man dann, okay, im ersten Semester muss ich Veranstaltung A, B, C und D hören. Und dann hört man die halt im ersten Semester. Ja, und Ich höre dann hier von einigen Kommilitonen schon auch, ja, und ich habe das und das zu spät gehört und nein, du hast einfach nur die Veranstaltung getauscht. Ja, ja nee, ja, aber darf ich das überhaupt? So, das ist halt, wie man das Studium kennenlernt. Ne? Wenn man das Studium kennenlernt, als ein, man darf sowieso alles machen und guckt ja auch mal die anderen Sachen mit an, dann machen das auch Leute häufiger. Wobei es dann auch manchmal Regelungen gibt, die dann sagen, okay, du kannst dich frei studieren, wie du möchtest, sondern wenn du ein Jahr deine Prüfung nicht geschrieben hast, nach der Regelstudienzeit kriegst du den ersten Fehlversuch angerechnet, was natürlich auch nicht unbedingt sehr förderlich ist, wenn man dort auch eine andere Fächer belegen möchte. Das ist dann das Fehlverständnis von Bologna, was dann viele da reinbringen. Jetzt, bevor wir zu Bologna kommen, du hast die ganze Zeit über Regelstudienzeit gesprochen, kannst du noch mal kurz erklären, was Regelstudienzeit ist? Ja, na, Regelstudienzeit ist erstmal die Zeit, die, das ist so ein Parameter an dem Studiengang, sag ich mal, wo dann drinsteht, ja, dein Studium dauert 7 Semester. Ne? So ich habe hier eine Regelstudienzeit von 7 Semester im Bachelor. Diplom war das normalerweise 10 Semester. Und Bachelor und Master zusammen sind normalerweise auch 10 Semester. Regelstudienzeit ist das, wo man eben sagt, in der Regel dauert das Studium so und so lange. Ja. Aber es ist ja jetzt eigentlich eine andere Bedeutung. Genau, wo es denn herkommt, ist ja eigentlich, dass die Regelstudienzeit wurde früher mal eingeführt, weil da hat man eben Probleme, dann auch ein Studium ordentlich durchzuziehen, wurde die Regelstudienzeit eingeführt als ein Beweis der Hochschule gegenüber dem Studenten, dass man das Studium in dieser Zeit abschließen muss. Ne? Und in dieser Regelstudienzeit mussten eben auch alle Fächer angeboten werden, die zu Beginn des Studiums mal da waren. Ja, klar. Und also eigentlich ist die Regelstudienzeit ein Beweis gegenüber dem Studenten, dass es machbar ist in der Zeit. Leider wird es heutzutage häufig als Maximalstudiendauer verstanden. Mhm. Ja, ja, ja. Das hört man immer wieder. Ne? Und es wird halt meistens auch oder jetzt erst spät evaluiert, ob man das überhaupt diesen Zeitraum schaffen kann, nach der Umstellung nach Bologna. Mhm. Also mhm. Die Diplom auf Bachelorstudiengänge. Na gut, da gibt es ja genau. Wie zum Beispiel, was war das vorhin? Die Wirtschaftswissenschaften in Köln, wo dann die Regelstudienzeit im Diplom damals noch 9 Semester betragen hat und die tatsächlich durchschnittliche Regelstudienzeit war 18,5 Semester. Weiß man halt nicht, woran das nachher liegt. Klar, also die durchschnittliche Studienzeit wird wahrscheinlich immer über die Regelstudienzeit liegen. Ja. Weil die meisten ja auch ein bisschen länger studieren oder weil es häufiger mal vorkommt, dass man etwas über der Regelstudienzeit studiert als unter der Regelstudienzeit. Mhm. Gibt es Fälle. Aber das darf man eben nie vergessen, dass das eigentlich als Beweis gedacht ist, dass es machbar ist. Ne? Aber leider wird dann auch nur die Regelstudienzeit betrachtet. Da gibt es dann Fakultäten, die dann, wenn man über die Regelstudienzeit drüber kommt, die halt irgendwie schlechte Noten reinhauen. Oder dich exmatrikulieren. Oder dich exmatrikulieren. Das ist die Maximalstudiendauer oder auch das BAföG-Amt. Ne? Das BAföG-Amt sagt ja auch, wir fördern Regelstudienzeitende und danach nicht mehr. Mhm. Ja. Wodurch man natürlich versucht, die Leute dazu zu kriegen, dass sie eben allerhöchstens diese 7 Semester, die sie da vorgegeben haben, brauchen. Mhm. Und wer länger braucht, ist ja irgendwie selber schuld und wahrscheinlich hat er nicht ordentlich studiert. Ne? Und da kommt dann nämlich der Punkt rein, ne? Was das ordentliche Studium. Das ordentliche Studium ist ja dann heutzutage in Regelstudienzeit fertig zu werden, alles ordentlich zu machen, deine Pläne abzuarbeiten, deine Fächer zu lernen, damit du dann auch einen guten Beruf machen kannst. Ja, ja. Leider. Gut, dann haben wir da schon eigentlich einen schönen Übergang zu Bologna. Da gibt es ja diese berühmte Reform
René, du bist dann, glaube ich, eingearbeitet. Ja, der Bologna, man sagt ja eigentlich, ist eigentlich der Bologna-Prozess, ne? Ja, die Bezeichnung ist etwas komisch. Denn ja, bei Bologna-Prozess denkt man an eine Gerichtsverhandlung, die sich mit der Stadt Bologna beschäftigt. Genau. Denn wäre Bologna eine Ortsangabe, müsste es im Deutschen adjektiviert werden. Das müsste Bologneser Prozess heißen. Und Prozess ist auch nicht das richtige Wort. Also eigentlich müsste es Bologneser Reform heißen oder Entwicklungsplan oder wie auch immer. Nee, also Bologna ist ja nun einfach nur die Stadt, in der man sich mal getroffen hat, um da einen Vertrag festzulegen. Ja, deshalb muss es Bologneser heißen. Nee, ist ja aus dem Englischen der Bologna-Prozess. Ne? Ja, weil da das anders ist. Ist halt falsch übersetzt, wenn ich das mal hier so als Philologe sagen darf. Denn da wird das der Städtename einfach davor gesetzt. Ja. Verändert sich auch, weil es dann die Betonung zum Teil sich verändert. Also bei die Stadt Berlin heißt zum Beispiel Berlin auf Englisch und als Adjektiv dann Berlin. Also the Berlin Process wäre der Berliner Prozess dann eben. Ne? Ah, ja. Und Bologna Process ist dann eben der Bologneser Prozess. Okay, dann ist der Bologna Process. Dann bleiben wir beim Process. Nein. Wir nennen das jetzt mal so. Das heißt, nee, also gab ja natürlich vorher da schon einige Entwicklungen. Also das war so das erste, wo sich der Europarat mal zusammen mit der UNESCO getroffen hat. Das war dann April 97, ne, in Lissabon zu der jetzt sogenannten Lissabon-Konvention. Oder sagt man Lissabonner Konvention? Lissabonner Konvention. Ja, also die Wikipedia sagt Lissabon-Konvention. Und die haben eben also prinzipiell festgelegt, dass man die Studienabschlüsse untereinander irgendwie festmacht und dass man die auch irgendwie austauschbar machen sollte, ne? Dass man eben um eben Mobilität zu fördern, ne? Und dann gab es eben 98 noch eine Versammlung in, wo war die denn gleich? Sorbonne heißt die Stadt, glaube ich, Frankreich, ne? Ja, ist keine Stadt, ist der Name der Universität. Ach so, na gut, dann ist es und die Universität. Paris. Ja, auch Namen sind wie Schall und Rauch. Ja. Haben sich dann eben namentlich Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich zusammengesetzt und haben dort eben die gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulbildung festgelegt. Das war am 25. Mai 1998. Ist ja jetzt. Wobei schon ich auch immer noch der Meinung bin, dass das gar nicht so uneinheitlich war. Ich meine, ich habe ja nun auch in den 80er Jahren studiert und es war überhaupt kein Problem. Also man konnte ins Ausland gehen, es wurde einfach alles angerechnet. Also die Mobilität war möglich, die Anrechenbarkeit war möglich. Es gab sogar schon sowas wie Modularisierung. Also in der Regel gab es einen strukturierten Studienplan. Alles so Sachen, wo ich immer denke, was musste da noch reformiert werden? Ja, da hat man eben auch vor allem gefordert, dass es unbürokratisch anerkennbar wird, was heutzutage nicht der Fall ist. Also damals war es wirklich unbürokratisch. Ja. Dann bin ich einfach hingegangen zu einem Prof und habe gesagt, ja, ich war hier im Ausland und was haben Sie denn gemacht? Ja, wurde alles anerkannt. Ne? Wurde halt gleich gesagt, hier anerkannt. Ja. Die Lizenz hatte ich gemacht, das galt dann als kriegte ich dann zwei Hauptseminare gut geschrieben und so. Also das war einfach, also das war sehr, sehr einfach, ohne jegliches Formular. Also, ne? Und heute gibt's vorher eine Bologna-Vereinbarung oder Vertrag, heißt das, glaube ich, sogar, den die Studenten da abschließen, was völlig, und dann muss der wieder geändert werden, wenn sie im Ausland sind, da werde ich dann zu bombardiert mit E-Mails, weil natürlich dann im Ausland alles ganz anders ist, als es zunächst mal den Anschein hatte. Ja, genau. Dann werde ich dann zu bombardiert mit E-Mails, wo Leute irgendwas geändert haben wollen, ich muss irgendwann dann nochmal irgendwelche festen Texte schreiben, weil ich sowieso immer das gleiche antworten muss. Und hinterher kommen sie dann nochmal und dann müssen sie also gleich zu mehreren Stellen, weil sie einmal bei mir eine Anerkennung brauchen und dann muss noch die Note umgerechnet werden. Aber das kann ich natürlich nicht machen, weil ich da nicht immer für alle Länder die Systeme im Kopf habe und deshalb gibt es da eine spezielle Stelle auf der Ebene der Fakultät,
jemand, der, also ein Erasmus-Beauftragter, der dann hergeht und die Note umrechnet. Genau. Ja, das ist ein Aufwand, unglaublich. Also prinzipiell haben sie ja da, dann wurden da drei Sachen festgelegt, drei grobe Ziele, ne? Also die Mobilität in Europa fördern und vor allem nicht nur die Mobilität der Studenten, sondern auch wirklich so den kulturellen Austausch fördern, um eben da auch das gegenseitige Verständnis irgendwie zu stärken. Dann das Ziel der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wurde festgehalten, was, glaube ich, heutzutage auch wieder anders verstanden wird, als es damals angedacht war. Und dann meinte man noch, die Beschäftigungsfähigkeit der Studenten zu fördern. Da sind wir in Deutschland auch ziemlich einzigartig, dass wir den Bachelor als berufsqualifizierenden Abschluss festgelegt haben mit der Begründung, naja, man muss ja die Beschäftigungsfähigkeit erhöhen. Das haben aber auch nur wir Deutschen geschafft. Ja, und die Unternehmen haben im Prinzip auch keine Anerkennung für den Bachelor. Also die wollen im Prinzip auch einen Masterstudenten haben. Das sind auf jeden Fall so die drei großen wichtigen Sachen, und ich glaube, die mit Abstand wichtigste davon und auch der Grund, warum man sich zusammengefunden hat, war eben diese Mobilität zu steigern. Und da gibt's ja dann tatsächlich auch ein paar gute Zahlen, dass das sich tatsächlich knapp verdreifacht hat, die Zahl der Studenten, die ins Ausland gehen. Ja. Da hat das Erasmus-Programm an sich ja auch gar nicht, ist ja da nicht unschuldig dran, weil das Erasmus-Programm macht natürlich... Das ist schon viel, viel länger, das Erasmus-Programm. Ja, aber wird natürlich in dem Zusammenhang auch immer mit genannt. Ne? Das ist ja, man darf ja diese Prozesse, die da passieren, nur weil das eine jetzt Bologna heißt und das andere diese Lissabon-Verträge, die ja schon vorher waren, die stecken da ja auch mit drin. Das ist ja alles irgendwie eine Sache, die in dieselbe Kerbe schlägt. Ne? Das fördert natürlich ganz extrem die Mobilität, weil man da eben die Finanzierung viel leichter hat. Na gut, aber die Finanzierung fördert die Mobilität, aber zum Beispiel das Schneidern von speziellen Studienplänen und Modulhandbüchern, die nicht miteinander kompatibel sind, führt ja dann auch wieder dazu, dass die Mobilität eingeschränkt wird, ja schon innerhalb Deutschlands. Also wenn jemand wechselt von, also selbst innerhalb eines Bundeslandes, also wenn einer wechselt bei uns zwischen Erlangen und Bamberg, die Universitäten sind 30 Kilometer voneinander entfernt, dann hat er aber erstmal zu gucken, wie er das passgenau hinbekommt. Natürlich kommen ihm da alle entgegen. Es gibt da wieder viele Formulare und alle erkennen dann irgendwie was an. Aber es ist schon mit Aufwand verbunden. Früher war das nicht so. Also da konnte man einfach wechseln und das war im Grunde, ja, die Veranstaltungen hießen zum Teil anders, aber es war nicht so schwierig, weil das da nicht irgendwie dann zu Modulen verbunden war, wo man dann wieder ganze Module zusammenkriegen muss und, Da haben wir in Deutschland, glaube ich, auch ziemliche Fehler in der Kommunikation gemacht. Ne? Da sage ich jetzt wir allgemein in Deutschland, weil da einfach viel, viel, viel verstanden wurde. Es wurde dann auch oftmals davon geredet, dass man in diesem ganzen Prozess auch noch eine inhaltliche Umstrukturierung vornehmen möchte und sowas, was dann natürlich dazu geführt hat, dass viele der Meinung waren, okay, wir müssen jetzt die Fächer umstrukturieren und genau auf die Inhalte achten, obwohl ja eigentlich, und das waren ja diese Lissabon-Verträge schon vorher, oder Lissabonner Verträge, das war so zu benennen, ist ja, haben ja eigentlich zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen gar nicht so auf fachliche Inhalte achten, sondern wir wollen ja eigentlich Kompetenzen vermitteln. Mhm. So dass zum Beispiel jemand, der in Deutschland Jura studiert, sich auch nach Spanien begeben kann und da dann eben dort über das spanische Strafgesetzbuch Lehrveranstaltungen hört und die in Deutschland anrechenbar sind. Ne? Da hätte man vorher sicherlich auch gesagt, naja, spanisches Strafgesetzbuch einem deutschen Juristen ist jetzt vielleicht schwierig. Obwohl man da natürlich als Ansatz hat zu sagen, es kommt auf die Kompetenz des, wie gehe ich mit dem Strafgesetzbuch um? Ne? Wie lese ich das und wie... Naja, das ist ja nur relativ kompatibel, weil die auch römisches Recht haben. Das Problem ist eher, wenn man nach Großbritannien geht, wo ein anderes Rechtssystem herrscht. Gut, das ist natürlich auch wieder eine zusätzliche Kompetenz, die dann so jemand hat, weil er das andere Rechtssystem kennenlernt. Und gerade das Angelsächsische ist natürlich praktisch für Juristen, weil das natürlich eine große Rolle spielt. Also schlecht ist das nicht. Ne? Aber das ist eben was, wo viele dann jetzt drauf gehen, okay, wir haben jetzt Module. Module sind... was sind Module? Module sind bestimmte Inhalte. Dann fangen Leute an, genau zu gucken, hat denn der da auch dieselben Inhalte gemacht und dies und das und jenes. Wenn man eben glaubt, dass durch diese
Bologna-Umstellung viel mehr Betonung auf das Fachliche gelegt wird, wo das ja eigentlich gar nicht angedacht ist. Ne? Also Bologna an sich, diese ganzen Sachen, sehen das gar nicht vor. Sondern ne, die sehen eben zum Beispiel vor, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf Kompetenzen. Hat man zum Beispiel festgelegt, dass man für die Sachen, die man irgendwo hört, ne, dass diese Module, guckt man sich dann an und sagt, da habe ich die und die Kompetenz vermittelt bekommen. Ne? Nicht, ich kann jetzt C++ programmieren, obwohl das auch schon wieder eine Kompetenz ist. Ja, also mit den Kompetenzen, das ist auch so ein bisschen fast so eine Art Neusprech. Also es geht ja schon um Inhalte. Also wie gesagt, C++ ist dann C++. Also auch, ich meine, wenn man jetzt an irgendwelche Sachen denkt, aus den Philologien, ja klar, also wenn ich dann übersetzen kann ich auch im Ausland lernen. Das ist ja dann, also, ja, aber dann lernt man doch was. Also Kompetenz einfach so als Schlagwort. Na, da hat man eben versucht, also man versucht ja dann heutzutage, wenn man irgendwas irgendwie, man redet ja sehr gerne und dann will man Dinge auch festlegen und da ist das dann eben mit entstanden, aber das ist eben was viele auch noch nicht verstanden haben. Der Unterschied zwischen diesen Kompetenzen und Inhalten ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Da wird ja heutzutage in den Modulhandbüchern dann auch beides mit hingeschrieben, beziehungsweise sollen ja hauptsächlich die Kompetenzen hingeschrieben werden und die Inhalte ist dann meistens ein Kompromiss, dass die noch mit reinkommen. Dass man eben zum Beispiel sagt, Kompetenz ist, wie lese ich ein Strafgesetzbuch und nicht Kompetenz ist, was steht im spanischen Strafgesetzbuch oder was steht im deutschen Strafgesetzbuch. Ja. Ne? Also daran mache ich mir immer so einen Unterschied zwischen Kompetenz und Wobei ich als Jurist nicht daran vorbeikomme, auch zu wissen, was im deutschen Strafgesetzbuch steht. Also Jura ist so, glaube ich, ein ziemlich schlechtes Beispiel. Ist halt ein ziemlich krasses Beispiel, dass man eben sieht, da sollte man auch Mobilität fördern, ne? Weil jeder erstmal denkt, und das ist ja mir auch mal so gegangen, dass ich gedacht habe, naja, wie kann denn jemand, der Jura studiert, in Spanien studieren? Das klappt doch nicht. Dann kennt er ja die deutschen Gesetze gar nicht. Ja, bleibt immer noch Zeit, die zu lernen, wenn man hier ist. Also ich finde, das Jurastudium besteht ja wahrscheinlich nicht nur daraus, Gesetze auswendig zu lernen. Hoffentlich Anwendung. Genau, da geht es eben dann um die Anwendung. Und das ist dann eben die Frage, zum Beispiel die Lissabon-Verträge haben ja dann diese Anrechenbarkeit da geregelt und haben gesagt, Anrechenbarkeit muss sich daran definieren, ob welche Kompetenzen vermittelt wurden. Und die gingen sogar so weit, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen hier eine Beweislastumkehr und sagen, die Lehrveranstaltungen, prinzipiell sind die Lehrveranstaltungen anrechenbar, es sei denn, deine Hochschule kann dir nachweisen, dass die nicht anrechenbar ist. Das sind die meisten Hochschullehrer auch gar nicht. Und sagen dann schneller mal, ja, nee, das geht nicht, aber prinzipiell muss die Hochschule schon nachweisen, dass das anrechenbar ist. Das ist nicht die Aufgabe des Studenten an der Stelle. Und die Erfahrung an der Stelle ist, wenn sowas an die Rechtsstelle der Uni kommt, sagt die Uni, ja, nee, da klagen wir nicht, da haben wir sowieso keine Chance. In der Regel wird alles anerkannt, das sehe ich schon. Es gibt Leute, es gibt schon so Punkte, was mir da schon passiert ist, dass da jemand kommt und hat halt eine bestimmte sprachpraktische Sache nicht gemacht. Also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht mehr, was es war, sagen wir mal französisch-deutsche Übersetzung oder so, und geht dann ins Ausland, besucht einen Kurs in Betriebswirtschaft und kommt zurück und sagt, ja, jetzt möchte ich das angerechnet haben für die französisch-deutsche Übersetzung. Beziehungsweise, das war, glaube ich, sogar eine Studentin, die ist dann nach Spanien gegangen und hat dann da Betriebswirtschaft, irgendwas in der Betriebswirtschaft belegt und kam zurück und sagte, er möchte das jetzt gerne angeregnet haben für französisch-deutsche Übersetzung. Wo ich dann gesagt habe, also ich erkenne gerne alles irgendwie an, aber das ist so absurd abwegig, dass es wirklich nicht geht. Ist nach einigen hin und her, habe ich dann sogar Recht bekommen, beziehungsweise das dann auch doch nicht geklagt. Auch das, wo man dann ganz klar nachweisen kann, okay, das ist jetzt nicht anrechenbar. Ne? Also das muss ja auch irgendwo machbar sein, dass man sagt, okay, so alles
ja, ist schwierig, ne? Auch wenn es halt schön wäre, dass sie das trotzdem für ihr Studium quasi mitnehmen könnte, ne? Das, naja, ne, sie hat ja sicherlich auch was davon gehabt, da was über Betriebswirtschaft zu hören. Nur es passt halt nicht dazu. Das kann sie im Studium Generale oder sonst wo machen. Aber no, das passt halt an der Stelle nicht. Also es gibt manchmal so absurde Dinge. Ja, aber im Großen und Ganzen wird schon alles anerkannt. Dann hat man eben da in dem Zusammenhang auch gesagt, okay, wir führen dieses ECTS-System ein. Das European Credit Transfer System oder auch CP oder Credit Points in Deutschland genannt, die dafür gedacht sind, dass man eben sieht, okay, der hat dann im Ausland tatsächlich auch ähnlichen Aufwand gehabt. Ne? Das ECTS-System misst ja Aufwand, das sagt ja, ein Credit Point entspricht 30 Arbeitsstunden. Und man soll 30 Credit Points pro Semester machen. Was dann quasi 900 Arbeitsstunden entsprechen würde. Mhm. Natürlich kommt das hinten und vorne bei keiner Lehrveranstaltung hin. Naja. Einige Lehrveranstaltungen liegen drüber, die meisten liegen drunter. Das ist sehr subjektiv auch. Und es ist auch, naja, es ist auch so, also ein einfaches Beispiel. Wenn ich in Deutschland Setzung von der Fremdsprache in die Muttersprache mache, ist das einfacher als die Übersetzung in die Fremdsprache. Es ist einfach weniger Aufwand. Ja. Wenn ich aber jetzt ins Ausland gehe, dann ist die... ist es natürlich genau andersrum. Genau andersrum. Ja. Mhm. Ich besuche aber jetzt die Veranstaltung, die eine gewisse Zahl von Kreditpunkten hat, auf das Workload der dortigen Studenten angepasst. Und dann kommt jemand zurück und sagt, ja, ich habe jetzt hier so und so viel Credit Points und da ich jetzt hier in der Veranstaltung 6 Credit Points habe, möchte ich, dass das auch für 2 Veranstaltungen angerechnet wird. Wobei man sagen muss, naja, so ist das eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja, wir haben ja hier auch gerade bei den Veranstaltungen, die hier von verschiedenen Fakultäten angeboten werden, gab es dann so den schönen Fall, dass dann in einer Veranstaltung saßen Maschinenbaustudenten, Wirtschaftsingenieurwesen und Informatiker zusammen. Ne? Die haben alle für dieselbe Veranstaltung unterschiedliche Credit Point Zahl bekommen. Ne? Und dann stand der Dozent vorne und dachte, naja, so richtig verstehe ich das auch nicht. Also die Wirtschaftsingenieurwesen kriegen hier 4 Credits, die Informatiker kriegen 3 Credits. Das wurde mir so vom Prüfungsamt gesagt. Aber da Credits ja Arbeitszeit bedeutet, folge ich mal daraus, dass die Informatiker einfach schneller arbeiten. Es gibt dann auch noch solche Sachen wie, dass Bachelor-Veranstaltungen, Bachelor, sage ich mal, 5 Creditpunkte geben. Wenn man die Masterstudent belegt, aber Eifelichtfach, dann geben sie bloß noch 3 Creditpunkte. Obwohl es im Prinzip dasselbe Lehrinhalt ist, mit der Begründung, den Master lernt er schneller. Also das kann vielleicht schon ein paar Sachen, die da erstmalig, also wenn einer zum ersten Mal eine Hausarbeit schreibt, hat er mehr Aufwand als später. Also es ist ein bisschen heikel und also es gibt bei uns auch die Regel, dass das eigentlich nicht sein soll. Dass also eine Veranstaltung nicht jetzt für je nach Zielgruppe unterschiedliche Credit Points gibt. Das ist ja auch vom Verständnis her. Aber eigentlich ist es so, dass natürlich ein Masterstudent, der schon 3 Hausarbeiten geschrieben hat, der schreibt nicht zum ersten Mal eine Hausarbeit. Aber jemand, der zum ersten Mal eine Hausarbeit schreibt, hat natürlich mehr Aufwand. Man sagt da natürlich auch, das ist so ein grober Rahmen, an dem sie das orientieren sollen. Ne? Also ich sag mal, man kann ja eine Lehrveranstaltung schon mit demselben Titel, ich nenne es mal Betriebssysteme, kann man ja so gestalten, dass man dann einmal pro Woche eine Vorlesung hat, wo man so die verschiedenen Betriebssysteme vorstellt und dann darüber eine Prüfung schreibt. Oder ob man jetzt tatsächlich in einer Übungsveranstaltung selber ein ganzes Betriebssystem schreibt, ne? Das ist natürlich schon ein ganz anderer Aufwand. Und um den Aufwand zu messen, hat man eben dieses ECTS-System sich ausgedacht oder beziehungsweise interessanterweise ist es eingekauft, ne? Das ECTS-System oder das ECT-System, ist ja European Credit Transfer System, ist eingekauft von einer Firma, die das sich ausgedacht hat. Es gibt dazu ein ECTS-Handbuch. Ja, und tatsächlich auch auf der ersten Seite dieses Handbuches steht die ECTS-Service-Hotline.
Und da kann man dann anrufen und Serviceanfragen stellen. Ich weiß nicht, ob man da auch Anfragen stellen kann, ob die mal was patchen oder so. Ist das gemeinfrei? Oder? Das wusste ich gar nicht. Also ich kenne das CCDS-System eigentlich ganz gut, weil ich an zwei Veranstaltungen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes teilgenommen hatte, wo man uns das beigebracht hat. Yes. Aber dass das tatsächlich so eine eingekaufte Idee ist, das wusste ich gar nicht. Das ist wieder so. Was gelernt. Ja. Ja. Das Podcasten bildet dich. Ja, und da hat man eben auch diesen Begriff der Modularisierung mit ganz viel drin. Ne? So Module. Was sind denn Module? Und das ist interessant, dass den Bologna-Reader an sich, der da auch verschiedene Möglichkeiten vorschreibt, den haben wir die meisten auch nicht gelesen und jetzt wird dann eben ganz wild Module festgelegt. Ne? Also so wie ich bisher, und ich habe ja da auch schon 100 verschiedene Meinungen gehört, so wie ich Module bisher verstanden habe, ja, ist ein Modul eine Sache, die man eben zusammen abschließt, wo man dann auch beispielsweise eine Lehrveranstaltung hört und ein inhaltlich abgeschlossenes Konzept irgendwie lernt oder verstanden hat und das dann auch zum Beispiel mitnehmen kann irgendwo anders hin. Ne? Jetzt gibt es natürlich Leute, die haben Module, es gibt Hochschulen, da wurden Module so festgelegt, dass man sagt, okay, jedes Semester ist genau ein Modul und in diesem Modul musst du die und die Lehrveranstaltung hören und dann hast du 30 Credit Point große Module. Mhm. Es gibt Module, die bestehen aus 5 Plex Credits. Dann gibt es Module, die bestehen wie bei hier bei uns, die Geisteswissenschaften haben das häufiger so, dass man sagt, okay, du musst diese 3 Seminare hören und dann hast du das Modul bestanden und du bist dann, ja, dann gibt es Leute, die definieren Module so, dass man für ein Modul genau eine Note bekommt. Mhm. Andere definieren es so, dass man pro Modul auch mehrere Noten bekommen kann. Aber ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war zu sagen, das ist ein inhaltliches Konzept, was man zum Beispiel in einer Lehrveranstaltung lernt. Auch in mehreren. Oh, und dann zum Beispiel da zusammenfasst, okay, das ist die Vorlesung und die Übung dazu. Ja, ja, genau. Und normalerweise das Ganze mit irgendwie einer Gesamtnote abschließt. Mhm. Ja? Das ist eigentlich, glaube ich, wirklich der Gedanke. Es wird anders verwendet. Es wird sehr unterschiedlich angedacht. Auch schon erlebt. Also wir haben bei uns dann Leute, es geht ja wieder um die Freiheit der Lehre. Leute sagen, ach, ich mache jetzt mal diese Vorlesung und die will ich unbedingt machen. Ach, außerdem will ich, dass da auch Leute hinkommen. Also wird das für alle Module freigeschaltet. Ne? Und dann frage ich mich immer, was soll das? Ne? Ja. Das heißt, und dann passiert natürlich automatisch, dass Studenten da hingehen. Und selbst wenn man den Studenten sagt, Leute, das passt doch gar nicht dazu, dann sagen sie, ach, das darf ich aber und das passt besser in meinen Stundenplan. Ja, und dann gehen sie dahin und dann ist das Ganze mit dem Modul schon unterlaufen. Also das ist eine blöde Sache. Aber ich glaube, da würde ich auch auf jeden Fall drauf hinarbeiten, nur wie gesagt, die Professoren sind halt alle frei. Vor allen Dingen, was die Lehre angeht. Ja. Also ich würde wirklich sagen, die Sachen müssen abgestimmt sein, sonst ist es völlig sinnlos. Ja, letztendlich ist das so doch dann auch ein Problem, dass dann aufgrund dieser Bezeichnung Modul, was vielleicht wirr oder nicht spezifiziert ist, dann auch eine bestimmte Ordnungen existieren, wo dann sagt, okay, du kriegst nur bestimmte Credit an Punktanzahl, wenn das Modul komplett abgeschlossen hat, wo dann bestimmte Parameter abhängig sind, wie lange du noch studieren kannst zum Beispiel. Mhm. Wenn es halt irgendwie da sagt, okay, du musst ein Modul abgeschlossen haben, um die Credit-Punktzahl zu bekommen, und du kriegst keine Teil-Credit-Punkte, weil das Modul noch nicht komplett fertig ist, gibt es halt auch dann finanzielle Konsequenzen mittlerweile dann dabei. Was halt auch eine Idee, eine Modularisierung ist, die viele Leute so gar nicht sehen und da auch eher gegenarbeiten, ist, dass man sagen kann, okay, du hast jetzt hier das Studium ist in verschiedene Module und damit verschiedene abgeschlossene Punkte aufgeteilt und du kannst dann auch einfach beliebig tauschen. Dass man sagt, okay, ich habe zwar einen Regelstudienplan, der Regelstudienplan ist ja auch von der Name, so kann man in der Regel so machen, ist auch wieder ein Bias dem Studenten gegenüber, dass das Studium überhaupt machbar ist. Aber man kann natürlich sagen, okay, meine 180 oder wie viel jetzt auch immer ich jetzt für mein Studium an meiner Hochschule brauche, diese Module lege ich mir irgendwie zusammen. Ne? Also denn das, was jetzt im Regelstudienplan im 6. Semester ist, das interessiert mich gerade am meisten, das ziehe ich jetzt mal bei mir ins 2. Semester vor und die Lehrveranstaltung da, die mache ich mal später, weil ich da andere Abhängigkeiten habe, die ich mir wünschen würde. Ja, klar.
So. Nee, also da eine gewisse Freizügigkeit zu haben, auch insbesondere was die Abfolge angeht der Module und eben auch innerhalb der Module vielleicht sogar tatsächlich noch eine Auswahl zu haben, ist sicherlich positiv. Einfach aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es eben dann auch das Problem gibt, dass man nicht immer alles zeitlich so unterbringt. Ja. Ja. Auch wenn man tatsächlich ins Ausland geht, dann muss man halt das auch immer wieder passend machen und dann schafft man das vielleicht nicht, im Ausland ganze Module abzuschließen. Insbesondere, wenn man nur kurz ins Ausland geht. Ich meine, es ist immer besser, man geht kurz ins Ausland als gar nicht. Dann muss es auch wieder passend gemacht werden. Also ich denke, also das mit der Modularisierung ist nur gut, wenn eine genügende Flexibilität eben auch da ist. Genau. Da gibt's halt leider auch immer wieder Bestrebungen von. Das ist dann auch häufig so, wo man dann feststellt, dass da so persönliche Einstellungen von Professoren da oft mit reinkommen. Das höre ich in der Studienkommission ja auch immer häufiger. Ja, mein Studium war ja damals, ich habe damals BWL angefangen mit 600 anderen und wir mussten drum kämpfen, auch ja, so und so weit zu kommen. Das ist dann was dann halt relativ schnell nicht verändert, schwierig wird. Und Da muss man dann eben auch, da gibt's dann auch so Bestrebungen, dass dann, wie hier bei dem Michel in der Fakultät, wo es dann dazu kommt, dass man sagt, okay, wenn du jetzt ein Jahr nach Regelstudienplan dieses Modul abschließt, dann kriegst du da erstmal eine 5. So, So erstmal eine Verwaltungs-5. Und wenn man dann mehrmals das nicht macht, ne, weil man hat das jetzt umstrukturiert, man hat jetzt gesagt, okay, ich möchte in einer anderen Reihenfolge strukturieren und kriegt dann mehrere Fünfen und nach der dritten 5 wird man ja dann, heißt ja dann auch so, aus fachlichen Gründen endgültig exmatrikuliert. Natürlich ein totaler Blödsinn ist, wenn man sein Studium andersrum studiert, aus fachlichen Gründen exmatrikuliert wird. Ja. Also es ist auch gar nicht vorgesehen, zum Beispiel, dass man Module vorziehen kann oder ähnliches, was man fragt, was die Sinnhaftigkeit hinter dieser Regelung ist. Also Kann man das machen? Also man kann natürlich jetzt nicht unbedingt das Vertiefungsmodul vor dem Basismodul machen, weil das einfach auch nicht sinnvoll ist. Ja. Aber natürlich kann ich sagen, ich passt jetzt gerade gut in den Plan und interessiert mich halt, dass man dann im zweiten Semester was macht aus dem nächsten Modul, obwohl das eigentlich vielleicht erst im dritten Semester anfangen sollte. Also da denke ich. Was man eben mit Modulen eigentlich auch schön machen kann, ist zu sagen, wir wollen hier eine bestimmte Flexibilität, und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, im Studium haben, dass man da irgendwas hören kann. Ne? Also wir haben hier an der Informatik zum Beispiel, gerade im Bachelorstudiengang, 3 Module, die da einfach nur heißen Nebenfach. Ne? Nebenfach ist dann definiert als eine Lehrveranstaltung, die nicht an der Informatik hier angeboten wird. Beziehungsweise im Master gibt es dann auch nochmal ein Nebenfach, das dann definiert ist als eine Lehrveranstaltung, die nicht als Informatikfach anrechenbar ist. Und dann kann man dann irgendwas hören. Dann eben kann man diese Module auch so schön sagen, okay, dann sagt man hier, du musst dann da 30 Credit Points billig irgendeine Veranstaltung hören. Also dann kann man ja auch fachlich sagen, hört 30 Credits bitte aus Informatikveranstaltungen, die man dann als Wahlpflichtveranstaltung festlegt. Ne? Also kann man mit den Credits sogar ganz schön machen. Und dann hat ja auch war das die FU oder die HU in Berlin, irgendeine Hochschule in Berlin? Ich bring die immer wieder durcheinander. Die Berliner Zuhörer verzeihen mir das hoffentlich. Können Sie ja ergänzen, wir haben ja Kommentare. Genau, die dann da gesagt haben, okay, wir haben hier 30 Credit Points in deinem Studium, in denen du irgendetwas machen kannst. Das musst du nicht nachweisen. Du kannst in diesen 30 Credits und wenn es ist, dass du 30 Credit Points lang WoW spielst, wenn du für dich sagst, dass dich das in deinem Leben irgendwie bereichert, dann ist das vielleicht auch das Richtige. Oder du könntest an studentischen Projekten teilnehmen, die im Prinzip dich auch in deiner Selbstfindung fördern. Also es gibt ja auch durchaus studentische Projekte wie zum Beispiel RoboCup, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, oder Formula Fußball One oder ähnliches. Irgendwelche Fußballturniere der Fachschaften oder ähnliches, wo man sich engagieren kann, wo man im Prinzip sagt, okay, da habe ich jetzt eine gewisse Zielsetzung, wo ich hier später hin möchte, im Sinne von, da verbinde ich jetzt eigentlich mal die verschiedenen Fächer überhaupt zusammen. Weil meistens ist es sowieso, ich lerne ein Mathefach und ich lerne irgendwas anderes und die fehlt einfach mal der Praxisbezug dazu. Okay, da kann man sagen, okay, Praxisbezug, dafür sind die Fachhochschulen unter anderem da, wenn man mehr Richtung Beruf möchte. Aber da gibt es halt auch die Möglichkeit vom dualen Studium, die das auch noch gar nicht angesprochen haben, was ist auch noch unter anderem auch jetzt erst durch die letzten paar Jahre kam.
Ja. Also das ist im Prinzip, wenn man, dass man sagt, okay, ich studiere an der Universität, studiere jetzt aber längerfristig und bin aber gleichzeitig noch an einer Firma aktiv. Mhm. Klar, ja, das macht natürlich die Sache mit dem, wenn man dann noch so Teilzeit studiert hat, macht das natürlich die Studiengangsplanung noch was schwieriger. Was natürlich bei den ECTS-Punkten und dann auch bei dem Regelstudienplan und Regelstudienzeit festhalten muss, ist, diese Credits sind dazu gedacht, dass diese 30 Stunden Aufwand sind. Oder der Regelstudienplan im Allgemeinen ist festgehalten für einen Studenten, der Anfang 20 in einem Vollzeitstudium ohne Nebentätigkeiten dieses Studium absolviert. Das muss man eben auch immer mit bedenken. Es gibt auch Menschen, die nicht Anfang 20 sind und vielleicht auch nicht unbedingt ein Vollzeitstudium ohne Nebentätigkeiten. Ja, die zum Beispiel Geld verdienen müssen. Also ich meine, das ist mir seinerzeit auch so gegangen. Ich hatte da zwar Glück und konnte das immer an der Uni tun, aber es gibt da natürlich auch gewisse Zwänge. Ja, jetzt kann aber natürlich können die Leute, die solche Modulpläne machen, natürlich nicht so einfach machen, was sie wollen, denn da gibt's dann auch die Akkreditierung, ne? Ja. Also diese Studiengänge müssen irgendwie für gut geheißen werden. Ich glaube, das ist das Wesen der Akkreditierung, oder? Vielleicht. Die Akkreditierung ist ja einfach ein Ansatz zu sagen, wenn wir jetzt schon anfangen, das Ganze irgendwie vergleichbar zu machen, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass es nicht nur irgendwie auf dem Papier vergleichbar ist, sondern dass das auch tatsächlich so ist. Ja, so. Und dafür hatten sie sich eben ausgedacht, dass sie jetzt die Studiengänge oder die Hochschulen akkreditieren. Und hat man dann gesagt, naja gut, aber wenn es die Hochschulen jetzt selber behaupten, dass wir das so gemacht haben, ist das natürlich nicht so. Ist natürlich nicht so verbindlich und dann schauen die Leute auch wieder nicht über den eigenen Tellerrand hinaus und sehen nur ihr eigenes. Dafür haben wir sogenannte Akkreditierungskommissionen einberufen oder Akkreditierungsgesellschaften. Das sind doch Firmen, ne? Also. Na, Vereine. Ich glaube, das meiste sind Vereine. Ja. Akkreditierungsgesellschaften, die dafür zuständig sind, sich die verschiedenen Studiengänge anzugucken und zu sagen, okay, das ist jetzt gut, das ist jetzt. Das entspricht jetzt etwa so der Vergleichbarkeit oder den groben Richtlinien oder wie auch immer. Aber normalerweise verdienen die Geld. Also das ist jetzt nicht irgendwas Gemeinnütziges. Ja, natürlich. Dann kostet eine Akkreditierung von so einem Studiengang, dann kostet schon mal 10.000 Euro letztendlich. Die Frage ist doch, wo man letztendlich hin möchte, ist, was bringt diese Akkreditierung? Also nach der Aussage, erstmal zur Definition davon, die Aussage der Akkreditierungsgesellschaften ist natürlich zu sagen, okay, wir decken damit unsere Kosten. Ja? Gut, decken damit unsere Kosten, also weiß ich nicht. Also ich denke, dass da schon auch Leute Geld verdienen damit. Also wir decken unsere Kosten, ist auch immer so eine Sache. Wenn man Leute einstellt und denen Gehälter auszahlt, deckt man auch seine Kosten. Aber man hätte vielleicht das nicht aber so machen müssen. Also es gibt ja verschiedene Akkreditierungskommissionen oder Akkreditierungsgesellschaften, zum Beispiel die ASIIN. Ja? Und ASIIN ist ein Verein, ein eingetragener Verein, der die Gemeinnützigkeit hat. Also es ist tatsächlich wirklich, also die meisten sind zumindest als gemeinnützig eingetragen und wo, wenn du gemeinnützig bist, verdienst du natürlich auch, machst du keinen Gewinn mit der Geschichte. Ne? Ja, aber man kann Gehälter auszahlen. Also ja, genau. Ja, also halt, so keinen Gewinn. Ja. Aber dann halt immer die Frage. Das ist halt. Naja, vorher war es ja auch so, es war ja nicht vorher so, dass die Hochschulen irgendwas Niveauloses angeboten haben. Also es gab da auch Kontrollen, nämlich Kontrollen durch die Ministerien. Die haben natürlich genau hingeschaut, was machen die da. Und das da wurde auch, da musste man auch jede Studienordnung genehmigen lassen und so. War dann immer ein bisschen bürokratisch. Jetzt kann man sagen, okay, dank der Akkreditierungsgesellschaften ist es jetzt weniger bürokratisch, nur ist das Gegenteil richtig, weil man da immer riesige Aktenberge machen muss. Dann auch immer so Formulierungen, also diese Modulhandbücher müssen dann solche Standardformulierungen enthalten. Also ich finde das Lesen eines Modulhandbuchs ganz furchtbar einschläfernd, weil auf jeder Seite irgendwie die gleichen Formulierungen wieder stehen, weil die irgendwie wichtig sind. Ja. Also das wird dann von den Akkreditierungsinstitutionen nicht gut geheißen, wenn da nicht irgendwie nochmal steht, dass die und die der Veranstaltung die und die Kompetenzen bringt. Und meistens steht da das Gleiche. Also
prinzipiell haben ja solche diese Akkreditierungsgesellschaften fünf Ziele, die sie zumindest in Deutschland, sage ich mal, verfolgen. Ne? Das ist einmal sagen, dass die Qualität von Lehre und Studium irgendwie gesichert sein soll oder sich fortentwickeln soll. Dann natürlich wieder dieses Bologna-Ziel, die Mobilität der Studierenden irgendwie zu erhöhen, ist da natürlich ein wichtiger Punkt. Was dazu natürlich wichtig ist oder wodurch man dann die Akkreditierung geschaffen hat, ist dann zu sagen, ja, wir machen diese Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse besser, indem wir durch einheitliche Vorgaben und die dann auch europaweit irgendwie ähnlich sind, dass darüber diese Akkreditierungsgesellschaften sich das angucken und dann anhand bestimmter Kriterien das festlegen. Wobei es natürlich interessant ist, dass heutzutage die Akkreditierungskommission noch wieder viele eigene Eigenschaften haben, aber andere Geschichte. Diesen sollen sie eigentlich die Orientierung, diese Übersicht über die verschiedenen neuen Studiengangsarten und auch die verschiedenen neuen Studiengänge irgendwie ermöglichen, wobei ich noch nicht sehe, dass sie dieses Ziel verfolgen, und diese Transparenz zu erhöhen, dass man eben sieht, okay, wie sind die Studiengänge aufgebaut und wie funktionieren die. Und ich meine, Akkreditierung kommt ja nun aus dem Lateinischen, auch von Glauben schenken. Ja, und man versucht eben über Akkreditierungsgesellschaften Glaubwürdigkeit in die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Ja. Jetzt steht hier, was mich total überrascht, in unserem Vorbereitungspad, Akkreditierung durch Studentenvertretungen Österreich. Ja, also soweit ich mich erinnern kann, ich kann den genauen Namen weiß jetzt nicht, gab es so, dass es die Studentenvertretung in Österreich, den Namen kann ich sicherlich danach liefern, gesagt haben, ja okay, wir versuchen uns selbst gegenseitig, also von Studentenvertretungen zu akkreditieren, die Hochschulen, was vergleichbar ist. Es ist im Prinzip so, dass dann gesagt wird, okay, die Studentenvertretung aus dem Fachbereich versucht oder evaluiert und akkreditiert dann in dem Fall den Fachbereich aus der von einer anderen Universität, so wie es früher im Prinzip auch war, dass bloß den Hochschulprofessoren, sag ich mal, die Professoren, sag mal, es gibt einen Fachbereich Maschinenbau an der Hochschule X und die Hochschule Y in derselbe Fachbereich evaluiert ihn verbunden. Also was ich, TU 9 gibt es ja zum Beispiel jetzt hier so, wo man sagen kann, okay, wir haben dieselben Qualitätsstandards. So. Und das halt von studentischer Seite aus. Das also als Gegeninitiative zu diesen Firmen oder Vereinen zu schaffen. Ja, ja. Den genauen Namen muss ich noch nachliefern, aber wie gesagt, diese Möglichkeiten gibt es auch, was man übrigens noch sagen könnte. Das gibt es in Sachsen, das gibt es in Deutschland auch. Eine Dame ist mir gerade entfallen, das wurde auf der ostdeutschen Studierendentreffen, wurde es auch schon besprochen. Dass im Prinzip solche Planungen auch gegeben. Also es gibt einen Akkreditierungspool, einen studentischen Akkreditierungspool in Deutschland auch, wo im Prinzip zu den normalen Akkreditierungen durch Firmen auch Studentenvertreter eingeladen werden. Und ja, prinzipiell ist es so, dass dort einfach studentische Vertreter mit dabei sein müssen. Ja. Und dieser studentische Akkreditierungspool entsendet eben Leute dorthin. Um das so ein bisschen ein. Also früher war nicht alles besser. Nein. Ich erinnere mich noch, als ich Assistent war, da gab es so eine, wie nennt sich irgendwie, Peer, irgendwas mit Peer auf jeden Fall. Und da kamen Leute aus dem gleichen Fach, aus dem Nachbarbundesland. Also in meinem Fall, ich war damals in Osnabrück, kam da jemand aus Bremen und aus NRW. Und da immer so eine Gruppe. Das war, also waren halt tatsächlich auch wieder die drei Gruppen, also Professoren, Mitarbeiter und Studenten. Die kamen halt, die wurden auch irgendwie bezahlt. Und die schauten sich das bei uns mal an und machten dann einen Bericht darüber. Und ja, das ist eigentlich, fand ich eigentlich erstmal einleuchtend, dass man das so macht. Und das ist aber, glaube ich, bei den meisten Akkreditierungsfirmen nicht so. Da sind, glaube ich, in der erster Linie Professoren, die rumreisen. Ich meine, dass das System, dass ich akkreditiere irgendetwas, ja nicht neu. Ne? Das ist ja auch so, dass die wir zum Beispiel sind hier zusammen mit verschiedenen anderen Hochschulen, mit verschiedenen anderen Fachbereichen
der Informatik mit in so einer NWIS-Geschichte, also das Evaluierungsnetzwerk Wissenschaft, die ja genau auch sowas machen, was du beschrieben hast, dass die eben verschiedene Fachbereiche untereinander gegenseitig evaluieren. Mhm. Ne? Mhm. Naja, eigentlich ist das auch nicht schlecht. Also ich meine, bei den Studenten ist es vielleicht weniger der Fall, dass die immer wissen, was woanders schon stattfindet. Aber ich habe zum Beispiel einen ziemlich guten Überblick, was in meinem Fach an anderen Universitäten so passiert und kann das auch gut einschätzen. Und wenn man dann jetzt, ja, also, aber gut. Ja. Also in Österreich wird ja zum Beispiel zumindest an den staatlichen Universitäten gar nicht akkreditiert. Ne? Hm. Da wird ja bloß an den privaten Universitäten. Ja, also ich glaube auch, dass es nicht nötig ist. Also wie gesagt, in Niedersachsen hatten wir damals diese Peer-Review-Geschichte, das hieß irgendwie anders. Irgendwas mit Peer. Peer-Review? Peer-Review ist ja bei Zeitschriften. Aber das war auch was mit Peer. Das war ja auch im staatlichen Auftrag. Also das Land Niedersachsen hat die halt bezahlt, dass die herkommen und dann einen Bericht fürs Land Niedersachsen schreiben, damit das Ministerium weiß, diese Studiengänge haben eine gewisse Qualität. Und da müsste man eingreifen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, und das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Das kam mir auch bekannt vor von den Peer-Reviews aus Zeitschriften oder von den Evaluationen von Forschungsprojekten, wo ja dann auch irgendwelche Gutachtergremien Begehungen machen und so. Und von daher fand ich, dass man in der Lehre jetzt da eben Lehrende und Studierende der Universitäten aus Nachbarbundesländern einlädt und die befragt, ist eigentlich... Also das schien mir gut und das ist natürlich dann auch in der Hand des Staates, der dann vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgibt, wie er ausgeben würde oder wie er im Augenblick ausgibt, nicht würde, der tut es ja, indem er das Geld an irgendwelche Vereine gibt. Mhm. Ja, ja, gut, also das ist auch ein Thema, was man... Ursprünglich kommt ja die Akkreditierung aus den USA, ne, die ja da gesagt haben. Also da ist ja die Akkreditierung, die haben ja da sogar mehrere Formen, sie haben ja da regionale und dann ganz staatliche Akkreditierung. Da ist das System nochmal anders. Da will man auch vor allen Dingen, was ja eine Humboldtsche Idee ist, den Staat so ein bisschen raushalten. Mhm. Und deshalb hat man da eben andere Strukturen. Und da eben, ja, das ist, ich weiß nicht, inwiefern es da solche Vereine gibt. Aber klar, dann hat man natürlich Leute, die akkreditieren. Ja. Was natürlich bei uns dann, was halt echt krass ist, und das ist vielleicht wieder diese typische die in Deutschland derzeit übliche Überregulierungsgedanke irgendwie, dass man eben sagt, ja, da müssen dann externe Firmen das irgendwie bis ins Detail angucken und externe Firmen haben dann zu bestimmen, was an den Hochschulen richtig ist und was nicht richtig ist. Da muss man sich natürlich wirklich überlegen, ob man dann der Meinung ist, dass das ja, externe externe Vereine machen sollten. Hm. Ne? Ja. Was natürlich auch interessant ist, sie sind zwar gemeinnützig, aber dann die Überlegung, was passiert denn, wenn eine Hochschule nicht akkreditiert wird oder ein Studiengang nicht akkreditiert wird? Das bleibt meistens, na gut, dann gibt es ordentliche Aufregungen, dann werden die was machen. Ja. Die Frage ist nur, wer kriegt das Geld? Ne? Das muss ja dann nochmal akkreditiert werden. Ja, die Frage ist doch dann, ob die Politik zum Beispiel auch sagt, okay, ja, wenn ihr eure Studiengänge nicht akkreditiert, aus welchen Gründen auch immer, kriegt ihr weniger Geld. Gibt es ja auch das ist ja was an... Was im öffentlichen Dienst jetzt langsam interessant wird, ne? Das ist so, dass im öffentlichen Dienst, wie war denn das, Studenten aus nicht akkreditierten Studiengängen oder Absolventen aus nicht akkreditierten Studiengängen kriegen eine niedrigere Besoldungsstufe als Leute aus akkreditierten Studiengängen. Zumindest habe ich da mal einige Stimmen gehört, die sowas erzählt haben. Sanktioniert man aber die Falschen, denn die kriegen möglicherweise nicht so viel dazu. Genau. Vielleicht braucht man auch eine Begründung, warum man die Studiengänge akkreditiert. Ja. Letztendlich. Was da für die Hochschulen wichtig ist, du hast eben zwei große Systeme. Das ist einmal die Akkreditierung, die sich auf den Studiengang bezieht, und die Systemakkreditierung. Die Akkreditierung des Studiengangs ist für eine Hochschule natürlich teurer, weil sie jeden einzelnen Studiengang akkreditieren lassen müssen. Und da gucken sich die Leute eben die Qualität auch des einzelnen Studiengangs an. Bei der Systemakkreditierung ist es so, dass festgelegt wird, dass die Hochschule
oder da wird sich das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule angeguckt und ob die Hochschule denn eine eigene ordentliche Qualitätssicherung hat. Was dann billiger ist und was natürlich auch mal zu überlegen wäre, ob man darüber nicht die Autonomie der Hochschulen wieder stärkt. Ja? Genau, eigentlich schon. Das ist eigentlich das scheint mir eine gute Idee. Also wenn schon Akkreditierung und man dafür viel Geld ausgibt, dann sollte man vielleicht gucken, dass man halt tatsächlich das nutzt, um eben auch zu gucken, wie ist die Hochschule und wie sichert die ihre Qualität. Denn die ist halt noch näher dran. Da kann immer sozusagen akkreditiert werden. Ja, wir haben noch Themen offen, die aber jetzt vielleicht für heute zu weit führen. Deshalb haben wir uns überlegt, es vielleicht doch nochmal fortzusetzen zu einem späteren Zeitpunkt. Also die Themen, die wir noch unbedingt besprechen sollten und heute dann vielleicht nicht mehr, weil es so große Themen sind, ist der Wettbewerb zwischen den Hochschulen, haben wir schon mal angesprochen auf jeden Fall. Dann die sogenannte leistungsorientierte Mittelvergabe. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich natürlich auch davon betroffen bin. Und überhaupt die Finanzierungsmöglichkeiten. Also überhaupt, wie finanziert sich eine Hochschule? Also die ganze Problematik mit den sogenannten Drittmitteln, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Das müsste alles noch kommen. Aber ich würde sagen, das füllt dann nochmal 2,5 Stunden. Deshalb würde ich sagen, wir machen eine Fortsetzung in absehbarer Zeit. Ja, gerne, würde ich mich freuen. Also, wie gesagt, Magdeburg ist nicht weit, ist aus der Welt. Da kann ich nochmal vorbeikommen. Und dann machen wir das. Dann danke ich euch einstweilen und ja, gerne wieder. Ja, danke schön. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.